und herzlich willkommen bei Keep on Rolling, wo wir Pen and Paper spielen an wunderschönen Schulwelten, die total fair sind und das Schulsystem, was wir auch so vielleicht ein bisschen kennen, total honorieren und total schön darstellen. Wir sind wieder hier. Mit mir meine kleinen Erstklässlerinnen und Erstklässler und auch noch meine Erstklässlerin, eigentlich Zweitklässlerin, am Tisch. Wir starten jetzt gleich wieder rein in die schöne Welt von Harald Töpfer, von der Harald Töpfer Schule für Hexerei und Zauberei. Bevor wir das machen, muss ich zu meiner Schande sagen, dass ich in der ersten Session einen kleinen Fehler gemacht habe oder eine Sache nicht beachtet habe. Und zwar haben die Leute hier feucht fröhlich gezaubert und ihre Sachen in der Farbe verändert. Kissen und Pflanzen und Tourknäufe und weiß ich nicht was. Dinge schweben lassen. Ja, und es ist nicht nur verboten, außerhalb von dem Unterricht zu zaubern an der Schule. Es ist auch eigentlich vom Regeltechnischen her nicht so leicht möglich, weil man nur bestimmte Zauber kann. Und wenn man keinen Zauber kann, dann kann man Glück einsetzen, was sehr rar ist. Das werden wir ab jetzt aber so tun. Das heißt, ihr hattet einen richtig guten ersten Tag. Ja. Wir sind ja mit ein paar Zaubern, die wir können. Je nach unserer Herkunft sind wir schon hergekommen. Genau. Ich habe auch nur das gezaubert, was ich eigentlich offiziell kann. Naja. Genau. Ja. Dann starten wir zurück. Ich mache noch mal eine kleine Zusammenfassung von der ersten Folge, was da so passiert ist. Ihr seid vom Alexanderplatz zur Schule gefahren. Ihr wolltet es. Leider kam da ein überambitionierter, sehr gestresster Sicherheitsmensch von der BVG in die Quere, weswegen ihr die U-Bahn zur Schule verpasst habt und ein bisschen später angereist seid. Das fand Frau Professor Schmidt, eine besonders lustige Zeitgenössin, nicht so cool, aber ihr konntet auch trotzdem noch bei der Einsortierung teilnehmen. Ihr seid alle ins Elzab gekommen. Mehr oder weniger war es allen bewusst, bis auf Lia, die aus allen Wolken gefallen ist letztes Mal. Dann musstet ihr noch eure Koffer holen und dort gab es einen kleinen Zwischenfall im Keller. Dort ist ein Kopierer irgendwie außer Rand und Band geraten und hat den Gang mit Blättern geflutet. Und Professor Schmidt, die jetzt schon nicht so besonders gut auf die Gruppe zu sprechen war, hat eins und eins für sich ganz logisch zusammengezählt. Die Truppe muss das eindeutig als Streich geplant haben. Dementsprechend gab es für das Haus Elzab Notendurchschnittszuzug, also ein erhöhter Notendurchschnitt schon bevor die ersten Unterrichtsstunden begonnen haben. Und ihr habt alle Strafarbeiten aufbekommen. Ihr seid am Abend noch nach oben gefahren und teilt euch auf eure Zimmer auf. Wie möchtet ihr euch aufteilen? Wir starten einfach direkt an dem Abend, wo ihr hochfahrt. Wie viele Schülerinnen und Schüler sind denn da sonst noch außer uns so? Es ist schon ein recht reges Treiben im Gemeinschaftsraum. Alle sind halt jetzt, nachdem es irgendwie Essen gab und die Einsortierung wirklich aufregend war dieses Mal, weil es gab einen Schüler, wo beide Eltern Squibs sind, was verdammt, verdammt selten ist. Also Squibs sind generell selten, aber dass ein Schüler ist komplett gab es irgendwie noch nie so in der Form. Alfie kriegt auch tatsächlich immer mal wieder so interessierte Blicke vom anderen Ende des Gemeinschaftsraums und alle tuscheln so ein bisschen. Aber Alfies Besonderheit ist ein bisschen sogar überschattet von Lia Friggelsteins Überraschung von allen.
Denn der Name Friggelstein der Familie ist bekannt. Es ist eine sehr, sehr wohlhabende, reiche Familie mit sehr viel Einfluss. Und es war eigentlich allen klar, dass Lia Friggelstein ins Exzab, also in die Ebene der exklusiven Zauberei kommen muss. Aber Lia wird jetzt umso mehr begutachtet. Und auch ein bisschen, manchmal ist ein bisschen Neid in den Blicken, weil trotzdem hat sie einfach einen besonderen Status durch ihr Elternhaus. Manche sind aber auch ganz klar ablehnend und eher schon wieder geringschätzig, dass diese Schnepfe da jetzt im Elzab ist. Ja, ich und so seid ihr irgendwie in eurer Gruppe ein bisschen beobachtet da oben im Gemeinschaftsraum. Muss es denn, also die Schlafsäle sind die nach Geschlechtern aufgeteilt irgendwie? Oder nach offiziell zugeteilten Geschlechtern? Gibt es noch weitere ErstklässlerInnen? Es gibt noch weitere ErstklässlerInnen. Ich glaube, noch 6 weitere. Und es sind 3 Zimmer, 4 Betten. Also ist quasi nur ein Bett, was frei bleibt. Ansonsten sind alle Betten belegt. Ich würde mich so mal so zu Lia stellen, so, hey, ja, also, wir sind jetzt natürlich so ein bisschen die beiden Underdogs, ne? Weil dein Vater ist ein Squib. Und mein Vater ist kein Squib. Das ist ein Fehler von diesem Fahrstuhl gewesen. Voll, voll. Das ist das Problem. Und cool. Das wird sich auch bald klären, also. Entschuldigung, was genau ist ein Squib? Das ist nicht so, also. Das ist im Grunde, wenn du eigentlich zaubern können müsstest, es aber nicht kannst. Wie eine Erektionsstörung quasi. Also eine Zauberstatusstörung könnte man es nennen. Ich meine einfach nur, jetzt wenn die sind doch vielleicht jetzt so Buddies, so Squib-Eltern-Buddies oder so. Ja, da mein Vater kein Squib ist, sind wir keine Buddies. Und sie rückt so ein ganzes Stück von ihm weg. Voll, ja. Okay, gut, mal das Squib-Ding beiseite. Aber ich meine, Lia, du kannst, glaube ich, trotzdem ein paar Buddies gebrauchen. Ich meine, ich weiß, ich bin geil und so, ne? Aber ist schon gut, wenn man ein paar mehr Leute hat, die auf deiner Seite stehen und dir mal shit helfen. Und weißt du, wenn du nett zu denen bist, dann haben die vielleicht auch Bock, mit dir umzuhängen. Oder mit dir zusammen zum Beispiel einen Kuchen zu backen und dann zu vergiften. Also optional müsste man nicht machen, aber Ja, nein, danke. Also meine Buddies sind ja alle im Ex-Zap. Ich muss halt nur noch eine Woche warten oder halt ein paar Tage. Keine Ahnung, wie lange das dauert. Kennst du da schon wen? Ja, die Mögelsteins. Ist das so ein Ding, dass man immer Stein mit nach am Ende, also ja, das. Die heißen Muggelstein quasi? Mürgel. Mürgel? Mhm. Wie der Mürgel. Der Mürgel. Ja. Ist das ein fantastisches Tierwesen oder so? Ja, ich glaube, du kennst dich damit nicht so aus. Das ist eine ganz besondere Pflanzenart. Oh, mit Pflanzen kenne ich mich aus, aber von Mürgel habe ich noch nie gehört. Okay. Ja, die wachsen nur in besonders hohen Höhen. Also mein Nachname hat auch sowas wie eine Pflanze, also Zweig. Mann. Ja. Okay, cool. Okay, seid richtig gut darin, Freundschaft zu schließen. Also mir ist scheißegal, wenn man in einem Zimmer ist. Ich könnte gerne alle kommen. Ich nehme das Bett da hinten und ich gucke mich um, ob Frau Schmidt irgendwo ist oder sonst irgendein Lehrer. Nö, keiner da. Colovaria. Und versuche jetzt den Colovaria. Schrank pink zu färben. Okay. Du kannst Colovaria? Ja, kann ich. Okay. Dann. Aufpassen. Bitch, 12. Oh, wow. Der ist sowas von pink. Der Schrank wird pink und kriegt sogar in den Ecken so kleine Glitzersteinchen tatsächlich noch. Oh. Mega. Nice. Geil. Dann würde ich auch in das Zimmer, wenn das okay ist für dich. Klar, hopp hoch. Cool. Also ich möchte gern da oben schlafen und ich laufe einfach zum Bett und pack meine Sachen schon mal auf. Also bist du jetzt doch fein damit, in einem Zimmer mit uns zusammen zu schlafen? Also, wenn ihr euch bereit erklären würdet, die Matratzen einfach in ein anderes Zimmer zu machen, wo ihr dann alle zusammen schlafen könnt ohne mich und ich alleine in dem Zimmer nebenan schlafen kann,
Okay, aber wenn du dann in der Woche gehst, dann ist das Zimmer. Finde ich irgendwie unkel. Weißt du, wenn du uns nicht magst, wir haben eh nur 4 Betten hier in dem Zimmer, weißt du, wir sind 5 Leute, dann geh und geh in ein anderes Zimmer. Nee, ich finde das scheiße, wie die Leute hier behandelt. Weißt du, dann geh in ein anderes Zimmer, klär das mit denen und dann bleiben wir hier zusammen, sonst bleibt eh einer von uns übrig. Und wenn du uns nicht magst und alleine wohnen willst, dann mach das halt. Es ist ehrlich gesagt keine doofe, also, es ist schon, hat seinen Punkt. Wo bin ich hier gelandet? Sind die anderen Zimmer denn voll? Wissen wir das? In den anderen Zimmern sind in der Zeit auf jeden Fall, in der ihr eure Koffer holen gegangen seid. Also es geht genau auf, das sind genau dann 12. Es sind 12 Betten für insgesamt 11 ErstklässlerInnen. Oh. Also es müsste ja auch ein Zimmer geben, wo dann halt nur 3 sind. Vielleicht ist das dann ja eher was für dich. Da hast du mehr Platz. Ich gehe raus und versuche das Zimmer zu suchen, in dem 3 sind, klopf so bei der nächsten Tür an. Mhm. Ja. Hi. Habt ihr noch extra ein Bett oder? Es ist ein Bett frei und ein Mädchen mit so braunen, großen Locken guckt neben sich, nimmt ihre Tasche, schmeißt sie auf das Bett. Nee. Okay. Ich drehe mich um und klopfe bei der nächsten Tür. ja. Hallo? Ich würde gerne in ein Zimmer, wo möglichst wenig Leute drin sind. Wir sind zu viert. Okay, dann. Ich gucke so in das Zimmer und gucke so ein bisschen die Leute an, ob die mir zusagen. Also sie sehen normal aus. Erstklässlerin und Erstklässler, Mädchen mit blonden, etwas strubbeligen Haaren. Hm. Ein Junge, Zwillingsbruder, weiß ich nicht. Sie sind sich auf jeden Fall sehr ähnlich. Hat auch kürzere blonde Haare. Ein anderes Mädchen mit so fast braunen Haaren und als mit so sehr dunklen Haaren, dunklen Augen. Okay. Gibt es 5 Betten oder gibt es? Es gibt 4. Es gibt 4 Betten und sie sind 4. Ja. Ja, jetzt habe ich es auch verstanden. Im Nebenraum war tatsächlich nur das eine Mädchen. Okay. Ja, egal, ich drehe mich wieder um und klopfe wieder an der Tür. Hi. Also folgende Sache. Ich habe gedacht, dass ihr Schwierigkeiten habt mit den anderen Leuten und so. Deshalb dachte ich, es wäre wahrscheinlich am sinnvollsten, wenn ich quasi erstmal bei euch bin, weil ich will ja auch nicht, dass der Notendurchschnitt zu hoch wird und so, dann kann ich ein bisschen aufpassen. Okay, dann aber jetzt sind wir dann sogar 5. Ist das nicht... Du musst auf den Boden schlafen. Das ist schon okay. Hol eine Matratze von nebenan und dann pennst du halt auf dem Boden neben unserem Bett. Also das sind wirklich nur 4 Betten. Es sind nur 4 Betten. Und in der Mitte zwischen den 2 Doppelstockbetten ist gerade eben so Platz, dass eine Matratze von einem Doppelbett da nochmal dazwischen passen würde. Okay. Dann ist das wie so eine Kissenburg. Also so wie so ein. Wir müssen halt aufpassen dann in der Nacht, dass wir nicht dir aufs Gesicht treten. Ja, das stimmt. Aber zum Einschlafen können wir uns dann alle gegenseitig Geschichten erzählen und ja. Pläne schmieden, wie wir Frau Schmidt endlich mal zum Lächeln kriegen. Mit den Strähnchen. Oder sie umbringen. Lächeln ist okay, ich wollte gar nicht, ja. Darüber sollten wir irgendwann noch mal reden. Ich glaube auch. Brauchst du wieder eine Umarmung? Ja, ich glaube schon. Okay, gut, dann gehe ich jetzt halt die Matratze von dem angeholt. Hier, kommst du mit? Okay. Komm, los geht's. Wir klopfen an das Zimmer. Also, ich klopfe eigentlich gar nicht. Mach einfach die Tür auf. hallo? Privatsphäre? Ja, kein Problem. Wir sind auch gleich wieder weg. Ich brauche nur mal eine von den Matratzen. Ich guck mir irgendwo eine freie aus und... Okay, du packst da an, ich pack hier an. Warte mal kurz. Nimm die Tasche von ihr, werf die zur Seite. Ich krieg die nicht wirklich so hochgehievt. Ich halte sie nur fest, während du sitzt. Ich bin jetzt auch kein Hulk, ne? Klar, es ist ja ein Selbstbedienungsladen. Aber macht, was ihr wollt. Mhm. Und das Mädchen. Voll leicht, dich kennenzulernen. Ja, Madeleine. Hi. Jackie. Der Lukas.
Zweig. Mann. Ja. Cool. Gut. Okay. Dann packen wir die Matratze zwischen dem Betten auf dem Boden. Okay, wegen der Kissenburg und so, das klang ja so, als würdest du das total cool finden. Von daher würde ich sagen, kannst du ja auf dem Kissenburg-Teil schlafen. Aber das Ganze ist eine Burg. Also egal, wo man schläft, ist man ein Teil der Burg. Ah, okay. Ja, dann würde ich in den oberen Teil der Burg gehen. Auf den Turm? Burgturm, genau, eben, um Ausschau zu halten. Du kannst gefahren. Du kannst doch einfach sagen, dass du nicht auf dem Boden schlafen willst. Oh, ja, also mir macht's an sich nichts aus, aber ich wollte dir einen Gefallen tun. Nein, wolltest du nicht. Ist schon okay. Ist schon okay. Das kriegen wir schon hin. Ja, ich gehe dann auf den Boden, ist okay. Danke. Ja. Okay. Lia nimmt so vorsichtig ihre Sachen an. Kann irgendwer was sagen? Das Schweigen ist voll unangenehm. Ja, okay, erzähl mal ein bisschen was von euch. So, wo kommt ihr her? Ich meine, wir haben uns zwar schon hier gesehen. Oder fällt mir was ein? Hier, wir waren auch noch bei Nanunana, hier, weißt du, wegen der Kuli-Schreibfeder und so weiter. Weil, finde ich ehrlich gesagt auch ziemlich, ziemlich lame, das mit den ganzen Pergament und Federn hier. Und ich habe da was gesehen. Und ich dachte mir, das würde voll gut zu deiner Frisur passen. Also, ich meine, nichts gegen deine Frisur, finde ich cool. Aber es fehlt so ein bisschen Pizzage. Weißt du, was ich meine? Nein, ich weiß bisschen, nicht, was du meinst. Bisschen Glitzer. Oh, habe ich dir das hier mitgebracht? Ein Hexenhut. Mhm. Und den. Ist wie eine Haarklammer. Und dann den so. Glitzerst du ein bisschen. Oh Gott. Ja? Zeig mal. Oh, schön. Das passt voll gut zu deiner Augenfarbe. Das ist viel Schönes. Ich habe aber keine schwarzen Augen. Ja, und? Aber das ist ja nicht nur schwarz zu schwarz, es ist auch mit dem Blau, mit dem, also ich finde das süß. Ich meine, du musst es nicht tragen, wenn du nicht willst, ich wollte einfach nur, ich dachte, es passt vielleicht zu dir und vielleicht hatte ich auch einfach nur ein bisschen zu viel Geld übrig. Okay, erzähl mal ein bisschen was über euch, so, wo kommt ihr eigentlich her? So, hier, ihr beide, ihr kennt euch schon? Ja. Ja, wir waren, also sind, jetzt sind wir, also wir waren Nachbarn, jetzt sind wir immer noch Nachbarn, aber Bett-Nachbarn. Doch, geht da doch was. Vielleicht noch nicht. Also wenn ihr ein bisschen Privatsphäre braucht, ne, dann müsst ihr es nur sagen. Wofür denn? Ja, ja, wo kommt ihr her? Erzähl mal weiter. Aus Dopfenstein. Dopfenstein. Das ist so ein Vorort von hier, Berlin. So ganz viel also, Natur und so. Vorort ist jetzt also... Auch noch nett gemeint, ehrlich gesagt, ja. Ist mehr so der Vorort von... einem Vorort. Vorort. In welcher Vorort? Also von dem, der Vorvorort ist? Drossen. Drossen? Mhm. Also ihr kommt vom Land? Ja. Oh, voll cool, voll schön, habt die Kühe. Nicht als Haustiere. Ich habe meine aus der Tasche vorne von ihrer Hose holt sie so eine kleine, macht sie so auf und guckt so ein kleiner Rattenkopf raus. Oh. Das ist mein Haustier. Das ist mein Haustier. Der war die ganze Zeit da? Nee, aber gerade habe ich, also das ist gern bei mir. Ja. Das ist Keto. Oh, das ist voll süß. Wie heißt er? Keto. Keto. Oh warte. Du musst ihn mal kennenlernen. Ich gucke meine Handtasche. Eine Tarantel raus. Ist Bibi. Wie? Bibi. Mhm, das ist mein Baby. Okay. Mhm. Ich wusste nicht, dass man jetzt Haustiere halten kann, die ist süß. Ja, kann man. Kann man sich streicheln? Ja, es ist im Grunde, also ist so ein bisschen, ist halt auch flauschig. Ist wie so ein Hamster, nur mit doppelt so viel Beine halt. Kann die auch beißen? Ja. Ist das eine Akromantula? Eine was? Eine Akromantula. Ich habe davon gelesen in Fabulöse Tierwesen und wo man sie suchen sollte. Wo man sie suchen sollte? Ja. Oh. Das ist der Teil vor dem Film. Also sie. Das ist die deutsche Version. Sie ist eine Tarantel. Okay. Aber keine Akromantula. Also die sind nämlich eingestuft als sehr, 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 sehr gefährlich. So, die, also da weiß ich jetzt auch nicht, ob man die halten darf. Lukas, mein Freund.
Ja. Freund, komm mal. Ja. Na, sehe ich so aus, als würde ich irgendwelche gefährlichen Sachen machen? Ja, schon. Ja. Also generell. Eigentlich schon. Der also Eindruck ist schon so eher so, ja. Der Konsens ja, okay, ist ja... Okay, nee, aber die ist nicht gefährlich. Also wenn du sie ärgerst und dann auf sie drauf trittst, dann beißt sie dich vielleicht. Aber nein, die ist voll cute. Ich glaube, die können voll gut beste Freunde werden. Nimm mal. Ich glaube auch. Du bist giftig? Mhm. Also theoretisch... Okay, also interessant. Die bewegt sich von alleine, das mag ich nicht. Habt ihr irgendwelche Haustiere? Nee, ich darf keine. Gar keine? Ja, nee, die könnten ja ins Haus machen und so. Also eine Spinne ist voll stubenrein. Ratten auch, wenn man sie ihnen beibringt? Ich hab's Keto nicht beigebracht. Ich bin so feucht ab hier nach unten. Okay, okay. Ist der auch magisch? Der Keto? Bist du magisch? Ich glaube nicht. Also, warte mal. Ich weiß gar nicht, was die Ratte tun würde. Ich glaube, sie würden sich beschnuppern. Ja, ich glaube auch. Sie direkt so ihren Kopf ein bisschen raus, schnuppert. Und in dem Moment, wo sie merkt, was sie da beschnuppert, geht sie mit so einem Kopf. Oh, okay. Spinnenphobie bei meiner Ratte. Das ist okay. Weißt und es wird warm, aber. Ist okay, meine Süße, nicht jeder weiß das zu schätzen. Das ist vollkommen. Und du bleibst einfach bei mir. Nee, du bleibst bei Mama. Das ist okay. Das ist voll okay. Okay, ihr kommt vom Land. Wo kommst du her? Ich komme sozusagen eher aus der Stadt, also Böblinge bei Stuttgart. Da gibt's, also das ist direkt neben Sindelfinger, da gibt's so großen Ikea. Weiß nicht, ob du da schon mal warst. Idea, so wie der. Genau. Das Einrichtungshaus. Ja. Das müsstest du doch kennen. Weil du wolltest ja. Also Ikea. Idea, davon hattest du mehr. Genau, das ist die magische Variante. Genau, also bei uns gibt's echt alles. Sindelfinger. Sind die auch? Also das ist neben Böblingen, aber Böblingen hat auch viele Annehmlichkeiten. Krass. Viel Schönes dabei. Krass, ja, voll interessant. Deswegen und bin so. Ich auch voll gut vorbereitet, so hier auf Stadtlebe und ein bisschen Abenteuer mache. Und okay, cool. Kommst du morgen mit mir runter und guckst dir den Kopierer nochmal an? Ja, voll. Okay, cool. Weil ich hab nämlich so ein Projekt am Laufen. Ich will nämlich mein Handy halt wieder zum Laufen kriegen, weißt du? Also ist ein bisschen schwierig mit der Magie hier und so. Und ich meine, also der hat zwar zu viel ausgespuckt, aber hat ja funktioniert, ne? Also hat er zumindest irgendwas gemacht. Und wenn ich rausfinden würde, wie der funktioniert, vielleicht kann ich das benutzen und mein Handy wieder in Gang kriegen. Sowieso, Leute, das war doch irgendwie Sabotage, oder? Also da hat doch irgendjemand hat's auf uns abgesehen mit dem Drucker, dem Kopierer. Ich glaube, das sind einfach alte Schulgeräte. Glaubst du, die fangen einfach irgendwie an, Papiere zu spucken? Zufällig genau dann, wenn wir unsere Taschen holen. Und warum stehen die überhaupt im Keller? Ja, ihr seid doch hier Niemark-Leute. Ich meine, keine Ahnung, wie diese Dinger funktionieren. Ist es nicht das, was die machen? Ich meine, das hier war ja mal eine alte Niemark-Schule. Und dann haben sie den ganzen alten Scheiß, der hier rumstand, halt benutzt, um das hier ein bisschen aufzupimpen. Und den Kram, den sie nicht gebraucht haben, haben sie halt in den Keller gepackt. Ist sowas schon mal vorgekommen? Habe ich schon mal irgendwie davon gehört, dass die Dinger, die da unten stehen, irgendwie kaputt sind, magisch irgendwie komische Dinge machen oder so? Nein, das ist dir noch nicht vorgekommen. Die stehen tatsächlich eigentlich immer nur irgendwie total verstaubt in der Ecke, beziehungsweise hinter den Türen. Ganz selten mal, es gibt noch einen großen Abstellraum für die Geräte. Also der war jetzt in der Besenkammer, weswegen die Tür auch tatsächlich vor den Blättern aufgeschlagen ist, weil es einfach ein sehr kleiner Raum war. Es gibt noch einen großen Raum, wo alte Stühle und Tische, die halt irgendwie ein Bein weniger haben oder halt, naja, wie auch immer, demoliert wurden. Tische, Stühle. Nee, also genau. Und auch Kopierer, Overhead-Projektoren, die nicht mehr so wirklich funktionstüchtig sind. Ja. Basically Raum der Wünsche. Raum der Wünsche passt. Mit einem alten Polylux. Ja. Der Traum. Genau, aber die stehen tatsächlich eigentlich nur rum. Dass da jetzt irgendwie groß was mit passiert ist. Ja, dann gucken wir uns das morgen mal an. Also außer wenn ihr uns die Strafarbeit aufpumpt, dann vielleicht. Aber dürfen wir da einfach so runter? Weil, also ich hätte natürlich kein Problem damit, einfach runterzugehen, aber also. War auch ein bisschen gruselig, ja. Das hast jetzt du gesagt. Herein, Lukas.
Du bist schon drin. Oh Gott. Ja, die Tür geht auf und eure Lieblingsfreundin steht in der Tür. Professor Schmidt. Ich dachte, es wäre Liz. Ja, auch. Mir tut so gefreut. Und sie guckt euch an, guckt auf die Betten. Sie haben ihre Betten noch gar nicht bezogen. Ja, wir mussten erst. Was ist das hier eigentlich? Was in der Mitte? Eine Burg. Eine was? Burg. G, das klang wie ein K. Burge. Das ist deine Matratze. Ich weiß nicht, was da. Ja, aber mit den anderen beiden Hochdoppelstockbetten, das sind die Türme. Ja gut, das ist also. Sie wollen so ja? Gut, es wird, nicht in den wenn es nach 22 Uhr aus diesem Zimmer laut ist und ich das mitbekomme, dann müssen wir das hier beenden, ja? Mhm. Klingt fair. Selbstverständlich. Aber hier, Betten beziehen. Ja, ich springe sofort auf und gehe zu meinem pinken Schrank. Ah, und ihre Stundenpläne sind auch noch hier. Und sie teilt euch jeweils einen Stundenplan aus. Sind alle dieselben Stundenpläne oder die gleichen. Und steht auf jeden Fall für den ersten Tag Zauberkunstunterricht und vor allem für den Nachmittag auch Besenflugunterricht auf dem Plan. Ui. Professor Schmidt, ja? Eine Frage noch. Hat mittlerweile meine Eltern dann irgendwie sie erreicht? Oder? Warum? Einfach aus Prinzip. Ich meine, sie. Wisst ihr nicht, warum ihre Eltern mich erreichen? Haben uns ja so nett geholfen mit der U-Bahn vorhin und genau, und deshalb habe ich ja meinem Vater schon gesagt, dass er... Wollen Sie mich hier gerade bestechen? Nein. nein, ich wollte nur Bescheid geben, dass... Naja. Das ist ja eine faire Schule, ja? Ich dulde keine Korruption. Ich habe nie von Korruption gesprochen. Ich, naja, egal. Also, meine Eltern sind mir Sie denken, Fall Sie können hier... Sehr dankbar. Ja, es ist... Ich glaube, Fräulein, Sie müssen sich damit abfinden, dass Sie jetzt im Elzab sind. Ja, für eine Woche. Nein. Okay, gut. Sie fängt an, so richtig laut in ihrer Tasche zu wühlen, dass so... Lalalala. Frau Frickelstein, es mag ja vielleicht in Ihrem Gehirn noch nicht angekommen sein, aber der Aufzug, der irrt sich nicht. Mhm. Ihr Vater ist ein Squib, damit sind Sie hier im Elzab. Okay, ja, dann bis dass Sie überhaupt hier zur Schule gehen können, dazu sollten Sie dankbar sein. Nur weil sie einen Squib als Elternteil hat? Es ist kein Squib. Oder jemand auch zwei? Das ist doch kein Grund, jemanden auszuschließen. Es hat die Erfahrung gezeigt, dass anhand der elterlichen Leistungen ganz klar auch die kindlichen Leistungen. Gibt es dazu abhängen. Statistiken? Ja. Ungefälschte? Ja. Sie haben gezögert. Es ist auch in der Niemark-Welt, muss man dazu sagen, der Fall, dass eindeutig die Bildung vom Elternhaus abhängt. Also, warum helfen Sie dann nicht denen, die nicht so geile Bildung zu Hause gekriegt haben, hier eine geile Bildung zu kriegen? Das war klug. Ja, weiß ich, ich bin manchmal voll schlau. Wissen Sie, das ist hier eine Schule, man hat hier jede Chance. Wenn Sie sich anstrengen, dann können Sie es auch schaffen, zu zeigen, dass Sie die Fähigkeit haben. Auch wenn Sie Scheiße bauen und direkt am ersten Tag Streiche hier spielen wollen, auf der Nase herumtanzen, zu spät kommen, okay, dann ist das nicht wirklich die Antwort auf, ich möchte mehr beweisen, dass ich gar nicht so schlecht bin im Zaubern, gar nicht so schlechte Leistungen habe. Ich würde hier rüberrutschen und sagen, sie wirkt ein bisschen wütend. Ist das vielleicht der Moment für die Strähnchen hier? Strähnchen jetzt? Los geht's. Aber ist das jetzt, also
Das heißt, wir können aufsteigen? So wie Sie es gerade gesagt haben? Also zur Abschlussprüfung, zum zentralen Abschlussprüfungen im 5. Schuljahr. Wenn Sie da natürlich die erforderlichen Noten erzielt haben, können Sie auch gegebenenfalls... Lovaria? Oh Gott! Holy shit! Ja. Da solltest du nicht auf Magie, sondern auf Tapferkeit würfeln. Hast du den Würfel? Kannst du den zaubern? Nein. Wenn du ihn können möchtest oder der funktionieren soll, musst du einen Glückspunkt einsetzen. Ich fürchte, das muss ich jetzt. Also, kann ich irgendwie helfen? Und dann musst du trotzdem noch mal würfeln. Ah, nee, gar nicht. Musst du nicht. Nee. Ich muss nicht würfeln. Ja, ich glaube nicht. Tatsächlich nicht. Ich glaube, man muss Glück ausgeben, damit es auf jeden Fall funktioniert, oder? Wenn du etwas tun willst, was du normalerweise nicht tun kannst, oder einen Wurf in eine 10 oder höher verwandeln willst, kannst du einen Punkt Glück. Genau. Deswegen hätte ich jetzt gedacht, ich würde es probieren, aber ich müsste jetzt trotzdem würfeln damit. Ja. Okay. Oder gibt es noch einen zweiten Glückspunkt aus? Wenn dein Freund ist, dann kannst du plus einen Wurf machen. Ja, genau. Da musst du im Notfall kriege ich Erfahrung. Ja, stimmt, du musst zusätzlich würfeln. Oh, ich meine, ich habe ja geholfen, indem ich abgelenkt habe. Genau. Ja. Würde ich ja auch sagen. Und ihr seid befreundet, das ist schon... Naja, das hilft vielleicht minimals, dass er überhaupt die Chance hat. Professor Schmidt nicht bekommt, dass du überhaupt zaubern möchtest. Genau, das wäre meine Intention. Aber ob der Zauber funktioniert... Yes. Ja, okay. Fair. Ende 9. Okay. Mhm. Du schaffst es, das Strähnchen erscheinen in den zusammengebundenen Haaren von Frau Professor Schmidt. Die Strähnen sind allerdings nicht in einer natürlichen Farbe, die irgendwie ihrer Haarfarbe ähnlich ist und nur ein Highlight sind, sondern sie sind pink. Oh, geil. So, haben wir jetzt darüber zu Ende diskutiert? Mhm, haben wir. Viel Spaß noch an Ihrem weiteren Abend. For no reason. Also einfach mal. Spaßig ist. Okay, bis morgen. Gucken mich ganz schön. Was ist gerade? Nichts, alles gut. Ich bin einfach verwirrt. Kann man jetzt sich irgendwie noch aufsteigen vom Elzhab oder nicht? Also so richtig beantwortet haben Sie die Fragen. Und ich hätte gern die Statistiken, wirklich. Wenn Sie besonders gute Leistungen haben im 5. Schuljahr, dann können Sie natürlich ins Hinzhab aufsteigen. Sie brauchen dafür einen Notendurchschnitt von 1,3 oder niedriger. Also wenn ich das Schuljahr jetzt gut mache, dann, nee. Im 5. Ja, bei den zentralen Abschlussprüfungen. Oje. Dann bringt mir das Aufsteigen ja auch nichts mehr, dann bin ich ja fertig mit der Schule. Na, es geht bis zum 7. Schuljahr. Ach so. Ich habe das Schulsystem generell noch nicht verstanden. Das ist wirklich verwirrend. Das macht nicht so viel Sinn alles. Aber okay, ja, ich hinterfrage das System nicht. Vielleicht sollten Sie auch gleich noch mal beim Zimmer nebenan vorbeischauen. Ich glaube, da hat die Frau auf jeden Fall auch Hilfe gebraucht, das Mädchen. Ja. Ach ja? Genau. Beim Zimmer nebenan, ja. Genau. Gut, dann werde ich da helfen. Okay. Wegen den Stundenplan haben Sie keine Fragen? Ist alles geklärt? Aber vielleicht sollte sie doch nicht ins Zimmer nebenan gehen. Ich glaube, das Mädchen braucht doch keine Hilfe. Ist mir gerade eingefallen, weil sie hat das schon selber alles. Genau. Vielleicht gehen Sie jetzt direkt schlafen. Wir haben ihr geholfen. Ich werde einfach mal kurz drüben noch mal nachfragen, ob alles in Ordnung ist. Ja, gut. Also, gleich ist Schlafenszeit. Beziehen Sie jetzt bitte Ihre Betten ganz schnell. Und dann sehen wir uns ja morgen, habe ich gesehen, zur ersten Stunde Zauberkunst. Richtig? Oh, ja. Bei Ihnen. Yay. Das freut mich. Nuku, wo mischen wir da hin? Das weißt du. Okay, nehmen wir mal. Also, es sind dieselben Räume wie sonst auch? Ja, es sind dieselben Räume wie sonst auch, natürlich. Okay, cool. Da. Doch, war ich. Es ist besorgniserregend, Frau Neumeier, dass Sie das nicht wissen. Gut, dann wünsche ich eine gute erste Nacht hier in der Harald-Schöpfer-Schule für Hexerei und Zauberei. Schlafen Sie gut. Na, Professor Schmidt. Professor, ihr hört, wie Sie nebenan. Und herein! Eure Betten schon beziehen. Yeah. Benehmt euch ganz natürlich. Okay. Hey, mega die geile Aktion. Hast du das mal durchgezogen, Lukas? Ja. Nebenan hört ihr kurz, wie Frau Schmidt heute. Ist alles in Ordnung? Alle Fragen hier geklärt? Was ist denn los? Was habe ich im. Was habe ich? Beziehen, wir schlafen alle schon. Schön beziehen. Bitte? Richtig vorbildlich. Und, richtig vorbildlich.
Sie versucht, macht eine Schranktür auf, wo ein Spiegel drin ist. Also sie hört quasi die Schranktür im Nebenzimmer. Das kann nicht wahr sein! Und sie steht mit drei großen Schritten wieder in eurem Zimmer. Reißt die Tür auf. Okay. Natürlich. Ich beziehe und leg mich einfach. Ich hänge in meinem halbbezogenen Bett. Oh, wir schlafen schon. Also dieses Bett hier wird abgebaut. Es sind weitere 0,2 Punkte Zuzug. Wofür genau? Und eine Strafarbeit haben sie ja schon bekommen. Vielleicht kriegen sie eine extra Aufgabe dort. Wofür denn? Wofür? Ja, ich habe doch schon gesagt, Sie haben eine super neue Frisur. Ja, das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Das sieht wirklich sehr schön aus. Wir haben vergessen, die Frisur zu machen. Hören Sie, ich Sie sehen fantastisch aus. Ich bin nicht dumm. Ich war vorhin noch in einer großen Gruppe, da wurde nichts gesagt. Dann haben Sie mich so komisch zum Ende angeguckt. Und jetzt das. 0,2 Punkte Zuzug und eine extra Strafarbeit. Vielleicht können Sie die mit Ihrer ersten Strafarbeit zusammen erledigen. Ja, das wäre praktisch. So, und dieses Bett hier wird aber abgebaut. Die Burg. Ja, das ist Ihr Bett. So, jetzt Zimmer nebenan. Frau Sonnengrund, bitte, zackig, ja. Es ist jetzt Schlafenszeit. Natürlich. Gehe ich. Ansonsten vergesse ich mit meinem nicht. Bett. Oh Gott. Aus diesem Zimmer. Klar. Ich gehe kurz weinen, okay? Hey, Mala, ist cool. Ich könnte mal mit meinem Bett. Ich gehe schon. Ist cool. Bist du dir sicher? Alles klar, ich komme mit jedem zurecht. Ich meine, gut, mir hat mich ein bisschen komisch vorher angekommen. Ist okay, komm, wir machen, bevor sie noch sich noch mal aufhört. Ja, haben Sie das dann jetzt dann, Frau Neuermeier? Bitte kommen Sie mit. Ja, bin schon unterwegs. Und sie zaubert tatsächlich noch hinter sich, also sie hat sich schon umgedreht, quasi aus der Tür raus, und zaubert Wingardium Leviosa und die Matratze schwebt, damit es schneller geht. Nicht, damit sie dir hilft. Frau Schmidt, sie hat ins Zimmer nebenan und fällt wieder ins Bett, wo sie hergekommen ist. Sieht trotzdem voll süß aus, Frau Schmidt, ganz im Ernst. Sie sagen jetzt besser nichts mehr. Also Leute, der Plan mit dem Kuchen, könnte man jetzt nichts mehr hören. Bis morgen im Unterricht. Bis morgen. Und sie macht die Tür zu deinem Zimmer zu. Hinter dir. Und geht. Und ich würde sagen, damit endet auch erstmal unser erster Tag. Hey, erfolgreich. Ihr könnt noch ein bisschen, ihr sitzt noch da, müsst es ein bisschen verdauen, verarbeiten. Lukas ist sich nicht ganz sicher, ob er jetzt stolz auf sich ist, aber pure Panik schiebt. Beide vielleicht. So geht die erste Nacht vorüber. Ein paar Schnarchen, ist ein bisschen, bisschen stickig irgendwann, aber ihr könnt Fenster aufmachen dann. Ja, ich mache alle Fenster auf. Und es wird der erste Morgen. Und hier im ersten Stock. Ihr geht runter zum Frühstück in die Gemeinschaftshalle und Speisesaal. Dort ist wieder aufgebaut ein Buffet mit jetzt Müsli und Brötchen, verschiedenen Aufschnitten, Strichen. Sehr Wurst- und Käselastig, weil, man kennt es nicht anders, ne? Ein bisschen Marmelade, die billige, noch nebenan. Gibt es da jemand, der es austeilt oder so? Oder ist das einfach da? Das ist ein Buffet. Okay. Ihr könnt euch selber bedienen. Aber in dem Moment, wo ihr reinkommt, es sitzen schon ein paar an Tischen und es ist ein bisschen unterteilt. Es gibt keine eindeutige Unterteilung, aber es separiert sich halt in die einzelnen Ebenen, weil da kennen sich Leute und setzen sich irgendwie zusammen hin. So verteilt sich das. Die Ex-Zap-Leute sind allerdings nicht mehr da. Also die noch von der Eröffnungsfeier ihren Bereich hatten, die haben keiner davon irgendwie zu sehen. Und ihr wollt gerade zum Buffet gehen und der Bereich von der Elzab wird still und sie gucken alle in eure Richtung.
Ich schieb Alfie so ein bisschen weg von uns quasi, dass er einfach so. Ich ziehe mich an Jackie wieder an. Was ist das? Das ist Pimki. Ja. Sie gucken euch tatsächlich erst einmal böse an und hören auf zu reden und beobachten euch. Moin, was los? Tja, sag du's mir. Und Schülerin guckt zur Anzeige der einzelnen Häuser. Und dort steht bei Elzab noch kein Notendurchschnitt, sondern nur daneben ein Vermerk plus 0,5 Notenpunkte. Und? Ich habe gestern auf dem Flur gehört, dass ihr schon Strafarbeit von Frau Schmidt bekommen habt. Ich dachte... Zu Unrecht. Aha. Mhm. Ja. Pech gehabt, ne? Oh. Zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen. Ja. Wir sind hier alle, gerade du, solltest wissen, dass wir sowieso schon immer die sind, die am wenigsten in den Arsch geschoben bekommen. Die am meisten rackern müssen, die am meisten arbeiten müssen und lernen und sich anstrengen und... Also, ich weiß ja nicht, ob ihr euch so anstrengt, wenn ich jetzt... Okay, egal. Ich nehme ein Brötchen. Ach, du bist hier an diesem Haus und das noch. Ja. Ja, hier ist auf jeden Fall besetzt an diesem Tisch. Wenn ihr so super toll seid und euch so super anstrengt, habt ihr bestimmt kein Problem damit, das alles wieder rauszuhauen, ne? Ich bin ja Schmidt. Da müssen wir dann ja scheinbar, um mal irgendeine Chance zu haben. Ja, viel Spaß dabei. Ganz ehrlich, ich glaube, wir sollten uns nicht streiten, sondern uns zusammenschließen, weil ich glaube, die Leute vom Turf wollen uns eins auswischen. Bitte was? Turf. Das Tierwesen Evolutions- und Reinrassenforschungs... Nein? Sagt ihr nichts? Die forschen halt daran, dass eben nur Leute bestimmte Tiere und bestimmte Rassen und sowas eben halt privilegiert sind. Das Aber manche Leute sind ja privilegiert auch. Oh. Okay. Wegen? Ja. Ja, wegen? Naja, der Arbeit, die sie getan haben oder so. Oder die, die ihre Eltern getan haben, meinst du? Ja, unter anderem. Aha. Es geht nicht darum, wie jemand geboren ist. So. Es geht nur darum, was sie für eine Arbeit machen, ha? Also meinst du, dass Geburt voll scheißegal ist und es eigentlich darum geht, wie cool man eigentlich drauf ist? Schon, ja. Würde ich sagen, ja. Wenn du noch einmal deinen scheiß Namen erwähnst. Stein. Genau. Fucking Lügnerin bist du. Eine fucking kleine Lügnerin, dir. Ich? Wieso? Technisch gesehen Heuchelei, nicht Lügnerin. Nein, Heuchelei halt. Hat der Unterricht schon angefangen oder was? Was belehrst du mich hier? Komm, lass was zu essen holen. Also ich hatte gestern ja nur 3 Kartoffeln. Gar nichts, ja, alle nicht. Komm, das Score, bevor sie uns das auch noch streichen. Ich beginne damit, kleine Wurstweckle zu machen und die in meine Vespa-Box zu packen. Hast du eine Vespa-Box mitgebracht zum Buffet? Ja, genau. Magische Objekte, Vespa-Box. Unendlich tief. Ja, das ist eine ganz normale Niemark. Und das ist gute Tupperdose. Ich schreibe Niemark. Vespa-Box in die magischen Objekte, weil für mich ist sie magisch. Sie hat Essen. Das ist magisch. Vielleicht eine Hexe drauf abgebildet. Wenn wir uns hinsetzen würden an irgendeinem anderen Tisch, wo Platz ist. Tatsächlich ist von eurem Haus merkt ihr wirklich ganz klar Ablehnung und Missbilligung für aber nur den Start in das Schuljahr. Ist, für die Aktion, mehrere die Tische, wo ihr drauf zusteuert, packen die ihre Taschen hoch und drehen sich weg. Und ja, ihr findet am Ende, weil sich gerade sowieso beim Hinzap-Bereich so ein paar Leute auflösen und die Leute euch auch tatsächlich beobachten, weil ihr nach wie vor spannend seid. Aber die Leute, da ist es denen weniger wichtig und deswegen könnt ihr euch da dann irgendwann an den Tisch setzen. Hey, rutsch mal hier so ein bisschen. Ich versuche, Alfie zwischen mich und das Mädel zu bringen, das es vorhin so angebitscht hat. So dass er sozusagen das Sichtfeld, das habe ich verdeckt, dass man mich nicht sieht. Okay. Human. Sehr klein, gell? Ein bisschen größer, Mann. Ich versuche.
Hi. Ja. Gibt's auch noch Phil? Calvario! Und ich schieße einen Fluch auf sie. Versuche das so heimlich wie möglich zu machen. Okay, dann würfel erstmal, ob der Fluch funktioniert. Bitte, komm schon. Okay. Ja, das war kein Versagen, das war immerhin eine 7. Also kannst du den Fluch? Ja, habe ich. Okay. Ja, kann ich. Das ist der Haarausfallfluch. Ah, herrlich. Und ich stecke ganz schnell meinen Kram wieder weg und fange einfach an zu essen und gucke gar nicht erst hin. Ich hätte gerne noch einen Wurf auf List. Okay, kriege ich Hilfe von ob ihm? Du es heimlich genug hinbekommst. Kriege ich Hilfe, weil ich mich... Ich aber nur, wenn du offiziell sagst, dass wir befreundet sind. Du kriegst Hilfe. Ah, cool. Okay, klar. Also steht es in den Regeln. Ist nicht ach so, okay. So. Ich weiß gar nicht, wie Hilfe funktioniert. Wie funktioniert Hilfe in diesem System? Du kannst plus einen Wurf... Ja, genau. Helfen oder behindern. Wenn du jemanden helfen, ihn verteidigen oder anderweitig unterstützen oder wenn du jemanden in Bäume stellen willst, ihn behindern oder anderweitig aufhalten willst, würfle plus Loyalität. Wenn die Person ein Freund oder ein Rivale ist, kannst du plus eins zu deinem Wurf hinzufügen. Und nach dem Motto, wenn es funktioniert, dann... Ah, genau, bei einer 10 plus kannst du Dinge tun. Also du musst da jetzt auf Loyalität würfeln. Das ist eine 10. Bei einer 10 plus gibst du plus oder minus 1 auf meinen Wurf, kannst verhindern, dass ich einen Zustand einnehme oder einen Erfahrungspunkt anbiete, um das, was ich mache, zu stoppen. Das ist für behindern, ja. Okay. Nee, ich gebe dir plus 1 auf deinen Wurf. Okay, List. Oh Gott. Ja. Ich habe keine List. Hast du? Also, das sind dann 10 minus 1 sind 9. Also, okay. List ist eine 9. Der Fluch funktioniert. Er kommt an. Bei dem Mädchen, das quasi gerade euch, mit dem ihr gerade geredet habt, ja? Was uns angebitscht hat, genau. Okay. Ja. Sie kriegt aber noch vom Luftzug des Zaubers mit, aus welcher Richtung er gekommen ist. Und guckt in eure Richtung. Sie sieht dich nicht, aber sie sieht halt euch alle. Kannst nichts beweisen, Mann. Wir gucken auch alle hin. Und sie merkt, dass der Fluch sie getroffen hat, weil ihre Kopfhaut heiß wird. Und sie... Das. Und sie stürmt tatsächlich nur davon, hält ihre Haare fest und stürmt zum Aufzug. Das hilft jetzt. Hast du mal die Himbeermarmelade probiert? Die ist voll gut. Also Haarzauber haben wir drauf. Wir können sie pink machen oder alle rausreißen. Das sind zwei von den Dingen, die ich mir aufgeschrieben habe. Ja, Mensch. Ansonsten passiert Niki lebt so viel. Ihre wilde Jugend aus, weißt du? Sie ist ein richtig scheiß Streberkind gewesen in der Schule. Und jetzt echt? Wollt alles anders. Sehr gut. Warum tun sie das? Dann geht das Frühstück, ihr könnt noch eure Sachen entspannt aufessen. Maler hat inzwischen ihren Zauberstab und den weiteren Stab, den sie im Haar hat, rausgeholt und isst mit den beiden als Stäbchen ihr Frühstück. Faszinierend. Ist das nicht ein bisschen gefährlich? Warum? Ich weiß nicht. Also vielleicht willst du nicht reden währenddessen. Ach so. Beim Essen sollte man eh nicht reden. So hält man den. Kann man auch, ja. Zauber. Cool. Okay. Oh Gott. Vielleicht in die andere Richtung. Okay, gut. Die Frühstückszeit geht so langsam zu Ende. Die Uhr rückt näher der 8. Um 8 beginnt der Unterricht. Okay. Und ihr müsst so langsam eure Teller aufräumen, zur Seite bringen. Gibt tatsächlich eine Art Servierwagen, tatsächlich, wo ihr eure Teller drauflegt und sie bleiben 2 Sekunden dort und lösen sich quasi auf. Okay. Und macht euch auf den Weg, wahrscheinlich zu den Klassenräumen, denke ich. Ja. Ihr habt was anderes vor. Schwänzen, wir wollen noch mehr Ärger machen. Jackie soll es zeigen, wo es lang geht, aber schnell. Ich möchte gerne 5 vor da sein, spätestens. Ja, klar, hier, da lang, au.
Es ist geschehen. Mein Nagel ist abgebrochen. Kann jemand so Reparo oder so? Nee, nee, ist okay. Ist okay. Ihr fahrt runter wieder ins zweite Obergeschoss, also eins über euren Schlaf- und Gemeinschaftsraum. Und dort sind die Klassenräume vom Elzab, von eurer Ebene. Und ihr kommt in den Raum, in dem Zauberkunst unterrichtet werden soll. Und der Raum ist voll mit Schülerinnen und Schülern der ersten Klasse. Aber nicht nur Elzab, sondern auch Hinzab-Schülerinnen und Schüler. Was komisch ist, weil eigentlich haben die ihre eigenen Klassenzimmer. Es sind viel zu viele Plätze, viel zu viele Leute und viel zu wenig Plätze dafür. Und die paar freien Stühle, die noch da sind, als ihr kommt, packen da wieder eure KlassenkameradInnen, vor allem das Mädchen vom Zimmer nebenan, was auch gestern Abend zu Jackies Einzug nichts gesagt hat, sich nur umgedreht hat und quasi geschlafen hat. Ja, also die Plätze, sie setzen sich schnell hin, bevor ihr euch hinsetzen könnt und nehmen so euch die Sachen weg. Und dann kommt Professor Karin Schmidt ins Klassenzimmer. Entschuldigung, es gibt nicht genug Sitzplätze. Ja, das, dazu sage ich gleich was. Und sie tippt an ihre Kehle und ist etwas lauter, obwohl sie normal spricht. Gut, ja, einmal bitte Ruhe. Ruhe, danke. Ja, Herr Meier ist immer noch krank, deswegen haben wir heute Unterricht von den Elzabs und den Hinzabs zusammen. Aber ja, bevor wir jetzt irgendwie weiter besprechen, bitte einmal eine geordnete Begrüßung. Einmal bitte alle aufstehen. Wir stehen schon. Ja, das mag ja viel. Egal, die anderen Schülerinnen und Schüler stehen auch auf. Guten Morgen, liebe Klasse. Guten Morgen, Professor Schmidt. Gut, naja, also da ja eindeutig, dass wir wissen, dass der Unterricht für die Hinzabs ein bisschen wichtiger ist und dass die Chancen ein bisschen wichtiger sind. Deswegen würde ich bitten, dass die Tische und Stühle für die Schülerinnen und Schüler aus der hinreichenden Ebene freigehalten werden und sie sich setzen können. Die anderen können sich ja vielleicht einfach am Ende des Raums hinstellen. Sie haben alle ja dann eine gute Sicht zur Tafel und können trotzdem am Unterricht teilnehmen. Die anderen müssen halt mitschreiben. Also sie müssen halt eigentlich auch mitschreiben. Aber gut, für sie ist es halt nicht so wichtig wahrscheinlich, dass sie wollen ja sowieso, sie haben nicht so viel. Richtig. Ist ja immer so? Ja, willkommen. Also ich finde, da vorne sieht es ganz schön aus auf dem Boden. Gut, ist komisch, dich selbst so reden zu hören. Ne? Dann, wir lernen heute den Schwebezauber. Den haben Sie vielleicht schon ein, zwei Mal auch gesehen. Ich kann ihn schon. Danach hat niemand gefragt, ehrlich gesagt. Soll ich dann... Vielleicht. Sie können den schon, ja? Ja. Ja, dann zeigen Sie doch mal. Okay. Doch das Worauf? Sie teilt ein paar Federn aus und legt sie. Okay. Wingardium Leviosa. Dann würfel mal auf. Ich finde das so witzig, wenn du jetzt verkackst. Das wäre so witzig. Bitte. Ja, 8 plus 1, 9. Okay. Feder schwebt tatsächlich nach oben. Und in dem Moment, wo du triumphierend dich aufbäumst, rutscht sie wieder ein bisschen nach unten. Da musst du wieder deine Konzentration kurz draufhalten. Also der funktioniert, der Zauber, aber man sieht auf jeden Fall, dass du noch eigentlich sehr viel Konzentration brauchst, um ihn auszuführen. Ja, schön. Frau Friggelstein, dass Sie das
schon können. Soll ich dann können Sie ja zum Hinzap oder zum Hülzap-Unterricht? Nein, dann können Sie vielleicht einfach Ihren Mitschülerinnen und Mitschülern heute helfen. Oh, okay, klar. Gut, für alle anderen, die das noch nicht können. Also, Sie haben ja diese Federn vor sich liegen. Es ist eigentlich nicht so schwer. Sie müssen Ihren Zauberstab hin und her schwingen, aber geschwingt. Jetzt würden Sie ein bisschen wischen und oder zeichnen. Ja, ja, ja. Was ist los, Frau Neumann? Neumeier? Alles gut, alles gut. Alles cool. Wischen. Was ist denn mit Ihrem Zauberstab? Was soll damit sein? Ach Gott. Ja, gut. Dafür haben wir jetzt keine Zeit. Und dann gibt es eine Zauberformel. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Genau. Die Betonung auf dem Gar und auf dem O. Ich glaube, du musst das eher nicht rollen. Das gut, ich... zeige es Ihnen einmal und sie zaubert auf eine der Federn. Wingardium Leviosa. Und die Feder fliegt nach oben. Wie und, bei mir. Sehr konzentriert und schwebt auf einen hohen Bücherstapel in der Ecke und positioniert sich da drauf, die Feder. Gut. Dann, tatsächlich ohne etwas zu sagen, zaubert sie noch einmal und bringt die Feder wieder zurück. Jetzt, liebe Lia, kurz Respekt. Okay. Können Sie ja mal zeigen, was Sie können. Müssen wir jetzt auch eigentlich Glück verwenden, wenn wir den Zauber noch nicht können und den machen wollen? Nein. Okay, im Unterricht. Im Unterricht gilt das nicht. Im Unterricht. Kann man danach den Zauber, wenn man ihn jetzt nicht konnte und das schafft. Also lernen wir quasi im Unterricht aktiv den Zauber? Ihr lernt gerade, wenn ihr eine 10 oder mehr schafft, dann habt ihr ihn tatsächlich fest. Okay. Ansonsten braucht ihr noch ein, zwei Übungsdurchgänge. Okay. Gut, Herr Zweigmann vielleicht als erstes. Denk an die Bewegung und an die Betonung. Wingardio Levi... Okay. Ja, da hinten, genau. Da ist auch noch ein Plakat aus dem letzten Jahr. Das können Sie sich auch dran orientieren. Haben Sie's? Wingardium Leviosa. Würfel. Okay. Das ist sehr schlampig ausgeführt, aber vielleicht hast du ja Glück. Acht. Sie hebt sich tatsächlich so einen halben Meter und fliegt dann wieder runter. Das war doch gut. Das war ein erster Ansatz. Ja, vielleicht, wer möchte als nächstes? Ja, Frau Sonnenburg. Okay. Scheiße. Wingardium Leviosa. Würfel? Das ist eher gerollt. Okay, das ist ein Problem. Du darfst würfeln. 11. Du schaffst es tatsächlich, die Feder nach oben zu lassen. Sehr kontrolliert. Sie ist die ganze Zeit in deiner Kontrolle, die Feder. Du kannst sie theoretisch auch irgendwo platzieren. Ich mache das Gleiche, was der Lehrer gemacht hat, die Lehrerin, auf den Bücherstapel. Ja. Das ist das. Ah ja, genau. Und das, obwohl einer meiner Elternteile ein Nimag ist. Verrückt. Ja? Nicht schlecht. Gut, nächster. Ja, nächster. Herr Stöckler. Ach so, nee, das. Ich. Nee. Ach schon. Nein, also. Ich kram was aus meiner Tasche. Ich habe eine unterschriebene Befreiung von Zaubern von meinen Eltern. Da steht. Ja. Da steht. Alfred muss nicht zaubern, auch wenn es Teil vom Lehrplan ist. Und bitte beurteilen Sie ihn nach anderen Maßstäben. Und nach welchen sollte ich ihn dann beurteilen? Ich dachte, ich könnte vielleicht schriftliche Arbeiten machen. Nix. Schriftliche Arbeiten. Weil. Warum sind Sie hier? Es ist eine Schule für Hexerei und Zauberei. Das ist Ihnen bewusst. Was soll das? Also meine Eltern sagen, das ist alles sehr gefährlich mit den Zaubern und
unnütz sowieso. Also das sagen die, das sage ich nicht. Aber ich soll lernen, das zerknüllt den Zettel ein bisschen. Kontrollieren und nicht gefährlich zu sein. Ach Quatsch, da kann überhaupt nichts passieren. Guck mal, Wingardium Leviosa. Ich würde es einfach unaufgefordert versuchen. Hoffentlich geht's schief. Oh Gott, bin ich explodiert. Das ist eine 9. Auch bei dir funktioniert es tatsächlich. Sie schwebt so einen Meter und... Hey, cool, dass es ein Zentimeter mehr als ich bisher immer runter geschafft habe. Ja, okay, gut, na, das kriege ich noch besser also hin. Aber Sie sehen ja die außerordentliche zerstörerische Kraft, also das Potenzial von Magie. Und bei mir ist das so... Ich sehe auch das Potenzial von Schusswaffen in der Niemark-Welt. Das haben trotzdem Leute. Das verstehe ich auch nicht. Also das Problem ist... Es gibt Messer, es gibt Schusswaffen, es gibt Autoverkehr. Leute, die von Autos überfahren werden. Ja. Ja, die Welt ist eventuell an manchen Stellen gefährlich. Ich glaube, es geht darum, dass man... Dass man mir diese Gefahr nicht zumutet. Das ist ein Abenteuer, komm schon. So, Sie sind hier, um Hexerei und Zauberei zu lernen, ja? Komm. Das ist ja nett, dass Ihre Eltern, Ihre Squib-Eltern, das nicht wollen. Und sie flippt dir den Zettel wieder so zurück. Aber dann können Sie auch gleich wieder nach Hause fahren. Nein, das möchte ich auch nicht. Dann zeigen Sie doch mal, was Sie können. Du brauchst keine Angst haben. Aber das erzählen Sie nicht meinen Eltern. Nein, das erzähle ich nicht Ihren Eltern. Wingardium Leviosa. Ja, gut. Würfel. Er fliegt einfach selber. Oh mein Gott. System gedrübelt. Das ist eine 2. Nee, es ist eine 3, sorry, es ist eine 3. Erfahrung? Ja. Ich habe eine Erfahrung gemacht. Du kriegst ein Level up. Kriegst du ein Level up, ja. Aber bevor du ein Level up bekommst, ist es tatsächlich so, das sollte eigentlich so nicht passieren. Aber es scheint gerade etwas Komisches ausgelöst worden zu sein, dadurch, dass du deinen Zauberstab falsch rumgehalten hast. Ja, aber ich hab den Fokus davor. Du fängst an, ein paar Zentimeter über dem Boden zu schweben. Und weil es verdammt gruselig ist, auf einmal keinen Boden mehr unter dem Boden zu haben, ruderst du mit deinen Armen und deinen Beinen, wirfst den Bücherstapel in der Ecke um, versuchst dich irgendwie festzuhalten an der nächsten Person, die neben dir steht, an Jackie. Und du siehst nur, wie Frau Professor Schmidt eine Bewegung macht und es aufhört und wieder runter. Okay. Habe ich doch gesagt, dass das nicht geht. Nein, nehmen Sie den bitte wieder zurück. Ich kann das nicht halten, Mann. Habe ich dir doch gesagt. Ja, klar. Das ist ein Zauberstab. Der hat eine schmale Seite und eine etwas breitere Seite. Ja. An der breiteren Seite können Sie anfassen, mit der schmaleren Seite ziehen Sie auf das, was Sie zaubern wollen. Das hätte ich nicht wissen können. Wüsste nicht, dass, ich meine, dass wir so weit vorne anfangen müssen. Statistisch gesehen passieren ja auch die meisten Unfälle zu Hause oder auf dem Weg zur Arbeit. Und das ist ja ein Internat, also es ist quasi war nur ein Unfall. So beides. Ich möchte noch mal neu den Brief an meine Mutter schreiben, dass ich raus will. Hast du ja gar nicht abgeschickt. Mama, hilf mir aus. Gut, ich würde sagen, der Nächste. Und in dem Moment, wo sie sich sehr entgeistert umguckt und den Nächsten aufruft zu zaubern, dröhnt ein lautes, sirenartiges Geräusch durch den Klassenraum oder irgendwie kommt es auch vom Flur und von überall her. Miep, 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 miep. Ich stehe instinktiv auf. Und unter der Tür zum Klassenzimmer quillt Rauch hervor. Diesmal können wir es wirklich nicht gewesen sein. Ja, oh Gott, nicht schon wieder, nicht schon wieder. Okay. Liebe Schülerinnen und Schüler, es ist ein... Und alle werden schon ein bisschen hektisch, weil, Rauch ist unter der Tür, ist ein bisschen besorgniserregend. So, und sie tippt gegen ihre Kehle. Ruhe!
Stellen sich bitte alle in Zweierreihe hintereinander auf. Es ist ein Probealarm. Mit Raucheffekten? Ja, natürlich, damit es ein bisschen realistischer ist, damit man das halt wirklich üben kann. Brennt sie jetzt auch tatsächlich? Nein, es brennt nicht. Stellen Sie sich in Zweierreihe auf. Wir wollen jetzt ganz schnell, oh Gott, auf das Dach. Und ihr befindet euch im zweiten Obergeschoss. Der Evakuierungsplan ist hoch aufs Dach. Ihr dürft die Aufzüge bei Brand fallen. Oh. Das ist zu realistisch. Und Professor Schmidt. Oben ein Helikopter auf uns? Oder? Professor Schmidt geht voraus, sie beachtet dich nicht. Und wirbelt ihren Zauberstab und Luft strömt von ihr aus nach vorne, womit sie quasi den Korridor von Rauch befreit, indem ihr dann entlangläuft. Und das macht sie quasi durchgehend. Und ihr bewegt euch in Zweierreihen vom zweiten Obergeschoss ins 17. 17 Geschoss. Kann ich, inspiriert durch Alfie, versuchen, Wingardium Leviosa auf mich selbst zu zaubern. Ganz unauffällig, sodass ich einfach nur ein kleines bisschen über den Treppenstufen schwebe und nur so tue, als würde ich gehen. Aber ich gehe gar nicht. Du kannst es versuchen. You can certainly try. Ja, 11. Du schaffst es, du hältst deinen Zauberstab falsch herum und zauberst Wingardium Leviosa. Die Sache ist, du hast keine Kontrolle über diesen Zauberspruch, weil die Quelle, die die Kontrolle hat, braucht Bodenhaftung in diesem Moment. Oder zumindest Kontrolle über ihre Kommandanten. Und du schwebst jetzt zwar, aber du weißt nicht, wie du dich fortbewegen sollst, weil du kannst nicht so machen, um dich zu steuern. Der Zauber ist jetzt ein bisschen außer Kontrolle. Du schwebst jetzt. Und kommst aber nicht voran. Wer läuft neben dir? In der Zweierreihe. Wahrscheinlich Alfie. Vermutlich, weil wir vorher auch nebeneinander standen. Da kommt schon der Rauch. Ja, kannst du mich ziehen? Fass mich einfach an und zieh mich einfach mit. Ja, das funktioniert tatsächlich. Du kannst gezogen werden. For the record, kann ich jetzt den Zauber? Eigentlich? Ich hab eine 11 gewonnen. Fairerweise, ich glaube, ich hätte Glück ausgeben müssen, um es zu probieren, weil es nicht Unterricht ist. Aber das ist okay. Oh ja. True. Ja, dann nehme ich das Glück, dass ich das gemacht habe. Ihr geht sehr, sehr lange Treppenstufen nach oben. Warum ist denn das so weit oben? Eigentlich war das voll eine lustige Idee. Nicht gut. Und ja, voll. ihr hängt auf jeden Fall so ein bisschen zurück, ihr seid ein bisschen langsamer, weil auch wenn Jackie schwebt, Jackie ist halt immer noch ein Mensch mit einem bestimmten Gewicht. Das ist jetzt nicht total leicht, irgendwie sie zu ziehen. Wehe, du beschwerst dich. Du beschwerst mich gerade. Ich wünschte, wir hätten gerade Besenfliegen gehabt. Das wäre jetzt sehr hilfreich. Das wäre bestimmt auf dem Dach. Stimmt. Ich wollte eigentlich mit dem Besen hochfliegen, aber das könnte auch sein. Kann ich ausbüchsen? Könnte ich versuchen, in den Waldkorridor zu kommen, um vielleicht meinen Brief abzuschicken, maybe? Du kannst versuchen, ob du das heimlich hinbekommst. Wie einfach niemand sich an Regeln hält. Okay, auf List wahrscheinlich, ne? Ja. Okay. Sally, du hast die ganze Zeit überlegt, wie du uns Schwierigkeiten bringen kannst. Ich glaube, das ist nicht so gut. Ja, 7. Oh. Selbst. Du kriegst, also Frau Schmidt kriegt es nicht direkt mit, aber die Zimmernachbarin von euch, Schrägstrich, Zimmerkommandantin von Jackie, Madeleine, bekommt es mit. Und in dem Moment, wo du quasi abhauen willst, hält sie dich fest. Willst du schon wieder Ärger machen? Nein, ich wollte... Wir haben erst gerade
Punkte dazu bekommen. Au, kannst du mich bitte loslassen? Ja, komm jetzt bitte mit. Und du kannst natürlich nicht, du kannst trotzdem gehen. Nee, hinter ihr her. Gott. Egal, ich zeig's euch später. Ja, ihr seid so langsam oben angekommen. Ihr kommt oben durch die Tür und steht tatsächlich am Rand eines riesigen Quidditch-Feldes. Ach, was war das, das Ding für die Besenflugstunde? Also ihr seht auf dem Dach, wie auf der einen Seite drei große goldene Ringe sind, auf der anderen Seite. Und es sind tatsächlich mit der Zeit neben euch im Hausflur immer mehr Schülerinnen und Schüler dazugekommen, die vor euch, hinter euch im Treppenhaus auch nach oben laufen. Dort befindet ihr euch und Frau Schmidt und auch andere Lehrkräfte treten quasi zusammen und zaubern wieder auf sich, auf ihre Kehle. Gut, ich bitte Sie, Ruhe zu bewahren, sich zu verteilen. Wir werden schauen, dass der Alarm schnellstmöglich beendet wird. Und Sie können sich bewusst sein, dass wenn wir den oder die Schülerin fassen, die das zum wiederholten Mal ausgelöst hat, echte Konsequenzen erfahren wird. Ich dachte, das wäre eine Probe gewesen. Kann ich meine Augen schweifen lassen, um zu sehen, ob ich Liz irgendwo sehe? Ja, kannst du? Ich weiß nicht, ist das irgendwie... Gibt es sowas wie Dinge suchen? Finde, was du suchst. Wenn du einen Gegenstand haben möchtest oder jemanden überreden willst und du bekommst, was du willst, das ist nicht wirklich nicht dasselbe, oder? Es gibt zweimal bekomme, was du suchst. Ja, bekomme, was du willst, ist so ein bisschen dieses... Ja, aber List ist schon, glaube ich, also bekomme, was du suchst, ist, würde ich am ehesten, glaube ich, sagen, ist jetzt das, was okay. Da passt. Oder Wissen erlangen, theoretisch. Wissen erlangen? Wissen erlangen? Das ist auch okay. Das macht Sinn. Ja, es ist okay. Nicht, dass ich schlau bin. Kann man, finde ich, beides nehmen und du darfst gerne mit dem besseren würfeln. Ich guck gerade, ich kann gar nichts drauf berechnen. Oder hier steht zumindest nichts, was ich. Oder doch, hier würfel Intelligenz, ist nur nicht fett gedruckt. Bin ich intelligent? Weil du dich fragen musst? Er geht so eine 7. Du guckst irgendwie durch die Menschen. Es sind halt schon echt viele Schülerinnen und Schüler jetzt auf dem Dach. Und du siehst irgendwie vor dir keine Liz. Und nach einer kurzen Zeit hörst du, wie es so ein paar Personen hinter dir. Und du hörst irgendwie da auf jeden Fall ein leichtes Kichern kommt von Liz. Mhm. Da steht so ein paar Schülerinnen und Schüler hinter euch. Zu diesen anderen von wegen, dass wir uns ganz unauffällig zur Seite schieben, Richtung Liz. Also ich schiebe dich, weil du wahrscheinlich auch ja. Schiebst du mich? Ja, ich schieb dich, klar. Ich weiß nicht, irgendwie, ich muss rausfinden, wie ich wieder runterkomme. Das ist, wenn dir das auffällt, kriege ich echt ein Problem. Ja. Ich habe doch gesagt, das ist gefährlich mit dir. Schieben wir uns so ran zu Liz. Hey! Hi! Was hast du das? Was? Was hast du gemacht? Was habe ich gemacht? Mit dem Rauch. Ich weiß nicht, was du meinst. Voll coole, ja, ich mein, coole Aktion. Ich meine, nee, du hast natürlich nichts gemacht. Was hast du gemacht? Vielleicht hast und deutest so auf deine paar Zentimeter über den Boden. Ich dachte mir, work smarter, not harder. Und hatte keinen Bock, Treppen zu steigen. Aber okay, du hast nichts gemacht. Aber vielleicht hast du was gesehen, was gemacht wurde? Was wurde gemacht? Also scheinbar wurde irgendwo ein Feueralarm ausgelöst. Kann ich jetzt versuchen, finde, was du suchst? Also jemanden überreden, etwas zu tun? Sozusagen mir zu erzählen, mir die Wahrheit zu erzählen? Boah, wenn du einen Gegenstand haben möchtest oder jemanden dazu überreden willst, etwas zu tun oder zu denken. Ja. Und du bekommst, was du willst, mit Ehrlichkeit, Verhandeln, Charisma, Bescheidenheit, dann Tapferkeit würfeln und Trickserei, Betrug, Hinterhältigkeit, Diebstahl, dann List. Aber ich würde straightforward. Ja. So vibe-mäßig. Du kannst gerne versuchen, so rauszufinden. Ich glaube aber, List darf dann dagegen würfeln.
Keine Ahnung. Das ist eine 11. Okay. Ich will sie ja nur überreden, mir was zu erzählen. Ich will sie ja jetzt nicht verzaubern oder irgendwas. Naja, es gibt besonders sensible Orte, wo es ein bisschen empfindlicher ist auf Rauchentwicklung, habe ich gehört. Bibliothek zum Beispiel. Hm. Nein! So, und was mit dir? Nochmal? Jetzt? Können wir dir helfen? Kannst du? Bitte! Gut, dann kannst du? Hä? Ja, gut. Und sie zaubert Finite Incantatum. Und du stehst wieder auf deinen beiden Füßen. Hast du das gemacht? Also, ich meine, okay, habt ihr den Guardian Bewegungsrohr gerade überdreht? Mhm. Mara hat es richtig gut gemacht. Die kann das voll gut. Und du hast auf dich? Ja. Das geht. Die Idee, also die Idee kam von mir ursprünglich. Okay. Ja, so gesehen die, schon. Die Idee bin ich noch nie gekommen, aber du konntest es nicht wirklich steuern, kann das sein? Nee, das hat nicht funktioniert. Aber den Zauber, den du gerade gemacht hast, du hast den auch letztens gemacht, da unten im Keller oder so. Könnt ihr mir den beibringen? Der wäre voll praktisch. Ja, sicher. Kein Problem. Klar. Also dann habe ich nicht mehr so das Problem, dann muss Alfie mich nicht durch die Gegend schleppen. Ja, wir können uns gerne im Gemeinschaftsraum treffen. Cool. Wenn. Lerngruppe! Na klar, dann bringe ich jetzt scheinbar Leuten was bei. Und ihr seht, wie das Liz schon noch irgendwie sehr gefällt. Wie eine Lehrerin. Aber eine gute. Wie eine große Schwester vielleicht eher, ja? Ja, das ist auch cool. Also, wenn du unsere große Schwester sein willst, voll geil. Ich meine, ich habe nur einen kleinen Bruder, der ist voll nervig. Ich muss immer die große Schwester sein. Auch super, wenn er eine große Schwester endlich hat. Also, große Freundin. Gut. Gute Freundin, mit der man auch mal was zu zweit machen könnt. Grundsätzlich, also. Wie alt bist du nochmal? Ich bin 12,5. Ah ja, schön. Ich bin 18. Cool. Wenn du dein Alter in 1,5 angibst, dann bist du nicht alt genug, um zu daten. I'm sorry. Ich bringe euch gerne ein bisschen was bei im Gemeinschaftsraum. Also mir braucht man nichts beibringen, aber wir können gerne gemeinsam. Das ist schön, dass man dir nichts beibringen muss. Ich will dir auch gar nichts beibringen. Okay. Manieren könnte man. Was? Ich schon. Also ich bräuchte Lukas. Nachhilfe. Gut. Gut, dann ihr hört, wie die Stimme, ihr seht sie nicht mehr, von Professor Schmidt, die ist schon hinter den SchülerInnen. Kurze Frage, welche Haarfarbe hat sie eigentlich? Frau Schmidt hat wieder normale Haare, sie hat das rückgängig gezaubert. Sind wir Herr Schmidt irgendwo? Was? Sind wir Herrn Schmidt irgendwo? Herr Schmidt steht auch mit den Lehrkräften da, also tatsächlich sind mehr oder weniger alle Lehrkräfte mit auf dem Dach, weil eigentlich auch gerade, also die 2, 3, die gerade keinen Unterricht hatten, weil sie irgendwas vorbereitet haben, sind halt trotzdem hochgegangen, um zu helfen. Sie stehen auch tatsächlich explizit um die Fahrstühle und Treppenzugänge, damit kein Schüler, keine Schülerin von dort nochmal runter in die Schule geht, aus Sicherheitsgründen. Ich möchte jetzt eine Fernpsychoanalyse machen von der Beziehung von dem Herrn Schmidt. Wir wissen nicht, wie Herr Schmidt aussieht. Wie was? Wir wissen noch nicht mal, wie Herr Schmidt überhaupt aussieht. Oh, das kann ich euch sagen. Ja? Okay, ja. Gut. Jackie, welcher ist es? Der da. Okay. Warte. Ich analysiere genau, was sie tun. Sie wissen Erlangen. Professor Schmidt, das ist der Zauber, der Professor für Verwandlung. Der hat so einen ausgeprägten Backenbart. Kleinen Schnäuzer, aber getrimmt und leicht zurückgegelte Haare, also fest auf jeden Fall an Ort und Stelle gebracht. Trägt eine Krawatte, kein Jackett, ist nur ein Hemd, ist ja noch Spätsommer. Mhm. Du hast ihm schon Haarrüstung gegeben können. Und die beiden stehen in der Nähe zueinander,
sind aber gerade damit beschäftigt, SchülerInnen Fragen zu beantworten, andere ErstklässlerInnen zu beruhigen, dass es gerade nicht schlimm ist. Es ist kein richtiges Feuer, es ist alles schon unter Kontrolle, es wird sich gerade drum gekümmert. Also interagieren die gar nicht miteinander gerade? Nicht so wirklich, ne. Okay, also die Idee mit dem Kuchen fand ich gut. Ich habe aber ein bisschen eine Abwandlung dazu. Vielleicht könnte jemand... Ohne Gift. Direkt ohne nur das Gift. Nein, vielleicht könnte jemand ihr ein Glas Wasser anbieten und ich könnte ein bisschen was von meinem Beruhigungstrank reintun. Dass sie mal sich ein bisschen entspannt. Ja. Vielleicht gerade in so einer hektischen Situation und dann vielleicht können wir sie so aus Versehen ein bisschen auf ihn schubsen und so vielleicht. Oh, okay. Du hast einen Beruhigungstrank? Ja. Das ist so ein pflanzlicher. Ja. Ich bin eine Pflanze mit grünen, relativ großen Blättern. Ja, so wieso? Aufgefächert? Ach, ja. Kann man noch Seile draus machen? Ja, ich habe halt manchmal so ein bisschen Angst, wenn ich mit der U-Bahn fahre. Deswegen haben meine Eltern mir das mitgegeben. Ja, verstehe ich. Ich fahre auch ungern U-Bahn. Ja. Ja, machen wir auf jeden Fall. Wer war denn am wenigsten schlecht mit Schmidt? Ich bin raus. Den Scheiß macht ihr allein. Ich glaube, Lukas zeigt schon auf sich selber. Du. Nein. Was ich machen, Leute? Du musst ihr nur ein Glas Wasser anbieten zur Beruhigung. Und wenn sie kein Glas Wasser will? Vielleicht ist sie auch einfach mehr so der Kaffeetrinker oder Milch. Hat jemand Milch? Oh mein Gott, das ist doch irgendwie nicht Milch dabei, ne? Dann können wir das leider nicht machen. Wenn wir keine Milch haben, dann funktioniert das Ganze doch sowieso nicht, oder? Warte. Finde ich an sich voll cool. Ich weiß nicht, ob die jetzt was zu trinken annimmt. Vielleicht ist das beim Frühstück besser. So unauffällig, okay. Wenn sie sowieso gerade am Trinken ist. Ich weiß nicht, ob die von uns was nimmt. Verstehe. Ja, vielleicht können wir auch irgendwen anders fragen. Aber wir sollten nicht Liz fragen. Ich glaube, die ist auch nicht so gut mit Schmidt. Nee. Ich möchte mal die Lage auch bei den Lehrern jetzt checken. Und weiß ich, durch Verbindungen oder so, irgendwie, wer die Ex-Sub-Lehrer sind. Die unterrichten meistens alle auch, ne? Genau, also tatsächlich sind die Lehrkräfte auch Frau Schmidt unterrichtet, Ex-Zapp-SchülerInnen. Okay. Ja, ich möchte spezifisch nicht zu Frau Schmidt und vielleicht auch nicht Herr Schmidt, sondern irgendwie mir die sympathischst aussehende, zugänglichste Person raussuchen. Aha, dann hätten wir, Moment. Warte, Lehrkräfte. Eine, die gut angezogen ist. Warum schleimst du nicht gleich bei den Ex-Zapp-Schülern ein? Also, du siehst jetzt gerade auf den ersten Blick Herr und Frau Schmidt, dann Professor Matteo Moreno. Mhm. Das ist der Lehrer für Besenflug und für Geschichte der Zauberei, der sehr durchtrainiert ist und braune, kurze, lockige Haare hat, so einen leichten Dreitagebart. Dann siehst du noch Professor Nina Kumperz. Genau, Matteo Moreno ist tatsächlich auch recht jung, also irgendwie so Anfang, Mitte 30. Ähnlich Professor Nina Kumperz, die Verteidigung gegen die dunklen Künste unterrichtet. Kumperz? Kumperz. Wo schreibst du mit? Ich sollte auch mitschreiben. Wie Matteo Moreno auf jeden Fall immer wieder ein bisschen verstohlen zu Professor Nina Kumperz rüberguckt. Ich dachte schon, Frau Schmidt. Und dann seht ihr Professor Grant Haruk. Das ist ein Kobold oder eine Koboldin, also ein mit grauen Haaren, langen krumm, Nase, langen Fingern. Das ist der Professor für Zaubertränke. Und dann seht ihr Professor Alfriede Hüsch, die allerdings nicht wirklich interagiert mit den Schülerinnen und Schülern, sondern so gegen den Aufzug lehnt und eine Pfeife im Mund hat, wo sie dran zieht und versucht, sich so ein bisschen selber zu beruhigen und zu entspannen. Das ist die Professorin für Kräuterkunde. Ich wusste nicht, dass man Beruhigungstränke auch rauchen kann. Das sind so die Lehrkräfte, die du jetzt auf jeden Fall im ersten Blick siehst. Okay. Mhm.
Ich glaube, ich gehe zu der Nina Kumpherz. Ja. Hallo. Hallo. Kann ich dir helfen? Ja. Ja. Also es gibt so ein mega dummes, kleines Problem eigentlich nur. Und zwar bin ich versehentlich ins LZAP eingestuft worden. Ich bin aber eigentlich Ex-ZAP. Und genau, jetzt würde ich fragen, ob ich da einfach zum Beispiel zum Unterricht kommen soll, damit ich da nicht Unterrichtsstunden verpasse und vielleicht einfach die Ex-ZAP-Unterrichtsstunden mache. Und ich fürchte, dass die Schulregeln da eindeutig sind. Ja, das Ding ist ja, ich gehöre ja eigentlich gar nicht dahin. Laut Schulregeln schon. Es ist der Fahrstuhl sortiert. Oh, dieser Fahrstuhl. Nach Leistungen, nach Potenzial. So aber ist damals Potenzial die. Naja, ich weiß, es ist ein sehr unfaires System, seit wir nicht mehr die Leistungstests machen können und gucken können, wie die wirklichen Begabungen sind. Deswegen wurde diese Regel eingeführt, dass. Kann man bei mir vielleicht eine Ausnahme machen? Weil ich kann da leider nicht viel machen. Ich habe so viel gelernt. Und kann also Sie können gerne zum Schulleiter sich da einen Termin machen. Ich kann da leider nicht viel. Das würde ich gerne machen, ja. Okay. Dann melden Sie sich einfach im Sekretariat und machen einen Termin. Okay. Weil ich, es tut mir wirklich leid. Gar kein Problem. Ich werde Sie eh bald wahrscheinlich wiedersehen im Ex-Tab-Unterricht dann. Also alles gut. Ach, wir werden uns doch so, wie ich. Okay, ja. Dann bis später. Ich glaube bis morgen, aber ja. Ja, ja, okay. Ich schreibe mir direkt auf, so Sekretariat. Jackie, Ma? Weißt du, wo das Sekretariat ist? Mein Gott, du redest mit mir. Ja, ich wundere fast, klar, kann ich dir zeigen. Die wird bestimmt schon bei uns im direkten. Du weißt eindeutig, wo das Sekretariat ist. Das Sekretariat ist im 9. Obergeschoss, zwei Stockwerke über Gemeinschaftshalle. Das Sekretariat, Lehrkräftezimmer und Büros von den einzelnen Leuten. Unter einer Bedingung. Mhm. Du bist nicht mehr so scheiße zu unseren neuen Freunden. Ich bin noch gar nicht scheiße. Okay, pass auf, weißt du noch, als die Schmidt den Vortrag gehalten hat und du der Meinung warst, dass es ja eigentlich voll auf die Leistung ankommt und nicht, wo man herkommt? Ja. Ja, warum sagst du dann, dass die alle Loser sind und dass sie nichts können? Das weißt du doch noch gar nicht. Ja, aber das geht doch darum, es kommt eben nicht drauf an, wo man herkommt. Also wenn sie gute Leistung haben, zum Beispiel diese Maler, also... Na, ich kann es natürlich viel besser. Ich habe es ja schon sehr oft gemacht, aber es sah mega gut aus. Gib doch einfach zu, dass sie es besser gemacht hat als du. Das war voll cool. Nee, deswegen, dann hör doch einfach auf, so zu tun, als von wegen, ja, wir haben es verdient, hier in der Loser-Klasse zu sein und von wegen, und wir brauchen ja sowieso total viel Hilfe und so weiter. Das ist gemein. Und wenn du, weißt du, du kannst dir das ja denken, aber sag das doch nicht immer. Weißt du, das macht dich nicht so sympathisch. Okay? Versuch's einfach. Versuch's einfach mal runterzuschlucken für den Anfang, okay? Okay. Okay, ich versuch's einfach. Okay, gut. Versprochen? Ja. Sure. Okay. Cool. Ja, zeig ich dir. Danke. Das ist ein Fluch. gut, in dem Moment ertönt auch wieder die magisch verstärkte Stimme von Professor Schmidt. Gut, die Gefahr wurde behoben. Sie können dann wieder zurück in ihre... Nein, der Unterricht ist vorbei. Sie können zurück in die Gemeinschaftsräume gehen. Ja. Ja. Entschuldigen Sie, aber wir haben ja noch gar nicht alle gezaubert in der Stunde. Frau Schmidt, ihr seid wieder nach wie vor ein bisschen sehr zurückgegangen und ihr seht sie nicht. Ihr habt sie nur gehört, weil die Stimme magisch verstärkt wir wurde. Wir haben ja noch gar nicht alle gezaubert. Ich meine, wie sollen wir das denn lernen? Ich habe gezaubert. Deswegen habe ich ja gesagt, wenn du nur darauf wartest, dass du im Unterricht das lernst, dann kannst du nie irgendwas. Deswegen muss man halt manchmal auch so ein bisschen üben. Und ich meine, ja, als ich das jetzt das zweite Mal gemacht habe, war das voll gut, ne? Liz, komm nochmal. Ja, wollen wir dann im Gemeinschaftsraum
bisschen jetzt eigentlich den Unterricht wieder nehmen? Ja, voll. Ja, ich denke, weil, also ich meine, ist ja behoben worden, richtig? Ja. Ja, gut. Ja. Ja. Ich meine, nicht, kann ich das bei dir üben. Ich würde noch kurz hier oben vielleicht chillen, weil wir sind jetzt alle runter, wir müssen halt nach ganz unten und wir sind jetzt alle, die hier oben sind, runtergefahren sind. Also ich meine, ja, es passen viele in die Faschel rein, aber irgendwann, wir halten dann auch jedes Mal. Und ich meine, guckt euch die Aussicht an und ihr seht tatsächlich in der Aussicht, ihr seht halt in der Ferne den Fernsehturm, Park, also genau, ihr seht halt verschiedene Dinge von Berlin in der Ferne noch. Gerade so rund um den Alexanderplatz Höhe. Ihr seht das Frankfurter Tor. Ich habe zwei Fragen. Ja. Also erstens, wo können wir denn jetzt mal, ohne Quatsch, also die Frage war ja berechtigt, wenn wir üben wollen, lernen wollen, für die Prüfung und wir dürfen nur in Klassenzimmern zaubern, das ist doch doof. Wo üben wir unsere Zauber? Gibt es dafür irgendwie einen Ort? Dürfen wir das irgendwo? Du hast schon recht, das ist dumm. Okay. Notiert, System macht immer noch keinen Sinn. Verstehe. Und ich meine, wir sind hier auf dem Dach, ist jetzt das Quidditch-Feld. Und da sind überall Niemags in Berlin. Achso, was das ist, wenn man mal runterfällt? Ja, das wurde dann mit der Zeit mit einem Zauber belegt. Aber also, es gibt immer Wetten, wie viel Zeit vergehen wird, ohne dass jemand runterspringt. Weil man bei uns jetzt tatsächlich einfach wieder nach oben und ist auf seinem Platz. Ja, wirklich? Mann, Vanessa hat mir letztes Jahr erzählt, dass irgendwie so vor 2 oder 3 Jahren eine versucht hat, hier runterzuspringen. Ne? Und die ist einmal wieder zurückgeflogen. Wirklich? Hm? Ich würde das also, keine Ahnung, hat sie mir erzählt, keine Ahnung, ob das stimmt, ne? Aber hat sie mir erzählt. Warum naja, es passiert halt auch bei Quidditch-Spielen, dass halt mal aus den Zuschauerrängen, weil es halt ein bisschen, ja, gegoogelt, dass jemand runterfällt. Das ist ganz, ganz früher gab es da auch mal 1, 2 Unfälle. Man könnte ja auch einfach ein Geländer bauen. Ja, weißt du, wenn du fliegst so mit dem Besen, so da oben, ja, okay, brauchst du ein ganz krasses Geländer. Mala lässt so ihren in Essstäbchen einfach so runterfallen. Vom Hauch raus. Ja, es liegt nach unten sehr, sehr lange. Wir sind im 17. Stockwerk. Das fällt schon ein paar Sekunden. Und dann kommt es aber viel, viel schneller. Wow. Wieder in deine Hand zurück. Okay, das scheint wirklich so zu sein. Soll ich es ausprobieren? Nein. Wirklich gerne ausprobieren? Nein. Ich möchte es unbedingt ausprobieren. Oh mein Gott. Nein. Super. Statistisch gesehen, wir hatten das Thema gerade erst. Statistisch gesehen passieren die meisten Unfälle zu Hause oder auf dem Weg zur Arbeit. Okay. Das ist auf dem Weg runter von der Arbeit. Okay, warte mal. Aber das darf keiner mitbekommen. Warum? Warte mal. Statistisch gesehen finde ich gut. Ich mache das nochmal. Kommt es wieder? Okay. Statistisch gesehen hat das zu 100% geklappt. Das ist ein Stäbchen. Ich bin auch ein Stäbchen, ehrlich gesagt. Ich habe wirklich Lust, das auszuprobieren. Vielleicht schmeiße ich erst mal das nächstgrößere und dann arbeiten wir uns zu deiner Größe vor, quasi. Oder wir springen einfach nicht vom Dach. Wenn du gucken willst, bleib ich am Leben und du hast so viel Vertrauen, dass du sagst, nee, das ist safe, da kann mir nichts passieren, dann musst du auch genug Vertrauen haben, dass auch deiner Ratte nichts passiert. Ja, fair. Aber ich glaube, okay, du hast Höhenangst. Ich will das wirklich ausprobieren. Das nächstgrößere sagst du, ich nehme mein Notizbuch. Kommt es auch wieder. Auch das fliegt wieder einige Sekunden und kommt ein bisschen zerzaust und flatternd wieder zurück in deine Hand. Immer noch 100%. Aber zerzaust. Das ist und okay. Flatternd. Also, das ist eh zu spät. Also angenommen, dass das kaputt ist und es funktioniert nicht und du fällst in einen sicheren, blutigen Tod. Dann kannst du immer noch Wingardium Leviosa wirken. Ich meine, hast du ja gezeigt, dass du richtig gut darin bist. Und dann kannst du dich retten und dann endest du nicht als Fleck am Boden. Also in letzter Sekunde dann. Ja? Das glaube ich, die... Mach einfach Wingardium Leviosa. Ich schluck an. Und dann, wenn du merkst, dass du stirbst, was ist das? Also es wäre schon ziemlich dämlich auch. So. Es wäre auch schon ziemlich dämlich, vom Hochhaus hier runter zu springen. Das sieht auch lustig aus. Komm, mach's. Tschüss. Warte mal, wir haben heute Nachmittag Besenfliegen, oder? Ja. Da werde ich das probieren. Da habe ich einen Besen dabei zur Not. Anja, dann kriegen wir uns die Lehrer ja mit.
Sollen wir nicht vielleicht Liz fragen, ob die das... Liz? Was denkst du davon? Liz hat das tatsächlich sehr amüsiert beobachtet, wie ihr jetzt gerade diskutiert und... naja. Kann ja auch aus Versehen passieren, dass man runter und sie läuft sehr nah an Maler vorbei. Ich könnte jetzt zum Beispiel stolpern. Lukas, sag mal, wie tief ist denn das eigentlich? Guck mal runter. Oh Gott. Ich gucke langsam rüber. Das Stockwerk ist wirklich sehr hoch. Oh no! Hast du getan? Hast du mich geschafft? Bitte kill ihn jetzt nicht! Bitte kill mich jetzt nicht! Und wir dachten, wir können in diesem Abenteuer nicht sterben. Ich dachte, ich sei die Unsympathischste. Oh nein. Okay, ist Lukas. Ihr hört. So richtig kommt was auch gar nicht aus seinem Mund raus. Ihr seht ein schreiverzerrtes Gesicht von Lukas noch irgendwie gefühlt eine Sekunde zu lang, als dass es eigentlich war, also als dass es funktioniert und wie er hinten überkippt und runterfliegt. Ich glaube, Maler wird hinterher springen, ehrlich gesagt. Ich glaube, Maler wäre so. Alle deine Freunde von einem Hochhaus springen, würdest du dann hinterher springen? Offensichtlich ja. Ja, ich glaube, sie wird wirklich dann so versuchen, dich zu greifen und einfach stumpf hinterher springen. Nicht viel denken, sie wird einfach machen. Aber okay, dann springt Maler hinterher. Ja, dann so ein bisschen so, oh yes. Ich sehe schon, es gibt nur zwei Folgen. Okay. Ich halte meinen Zauberstab bereit, nur für den Fall, dass ich absolut überzeugt bin, dass ich es schaffe, rechtzeitig Wingardium Leviosa zu wirken. Auf die Distanz von 17 Stockwerken zu zielen. Ja, total. Ja. Ihr fallt mehrere Sekunden. Und fallt. Und ihr seht, der Grund kommt immer näher. Und so 5 Meter, bevor ihr eigentlich aufschlagen müsstet. Bounced ihr und der Boden wobbelt sich quasi kurz nach unten. Oh. Und ihr bounced wieder nach oben und fliegt noch mal schneller, als ihr gefallen seid. Also, als wären wir auf ein Trampolin gefallen. Ja, so. Ja, auf einen, genau, auf ein sehr wobbeliges, also so Kaugummi. Ew. Ja, also, ja. Und fliegt wieder nach oben und steht, du, wenige Sekunden eher als Maler, wieder da oben. Und, Das war richtig geil, das muss ich auch probieren. Das war wirklich cool. War gut? Ja! Okay, ich meine, ihr seid genau da gelandet, wo ihr, also, ich meine... 100%. Mach. Ja, statistisch gesehen? Also, ich muss eh zum Sekretariat, weil ich noch eine kleine Sache klären muss, deshalb... Ich meine, ganz im Ernst, wenn du schon Punkte verlierst, dann verlier doch wenigstens Punkte für Elzab und nicht fürs Exzab, wo du nächste Woche vielleicht bist. Ich meine, wenn du fällst, dann fall tief. Nächste Woche wenn du nächste Woche wirklich da bist, kannst du keine Scheiße mehr bauen. Also jetzt oder nie. Das Ding ist, also für mich, meine Erfahrung, Magie funktioniert nicht immer so, wie sie sollte. Und deswegen. Also ich springe, wenn er springt. Liz? Ja? Wie siehst du das? Liz stellt sich an die Kante und lässt sich hinten überfallen. Oh, Swag. Sie ist so cool. Ich versuche in der Luft so zuzuhören. Okay. Hack mich ein bei dir. 1, 2. Gucci! Oh Gott. Liz grinst einfach nur richtig breit, während sie fällt. Sieht, wie Alfie hinterher springt. So. Denkt sie noch kurz so ein bisschen ihren Teil, aber genießt trotzdem dann den Flug. Ihr fliegt alle hintereinander, nebeneinander auf den Boden. Es wobbelt sich wieder pro Person unten quasi
in den Boden und ihr werdet nach oben gebounced. Wer übrigens Bock hat, das mal echt auszuprobieren, ich weiß, beim Park-In-Hotel am Alex kann man das tatsächlich machen, nur halt mit einem Seil, dass man da gesichert ist, aber es fühlt sich an wie freier Fall. Und ich weiß das nicht, weil ich es gemacht habe und dabei voll umgekommen bin, weil ich eine Angst habe. Nein, das hat man mir nur erzählt, dass man das da machen kann. Schön, dass du hier sitzt. Schön, dass es dich noch gibt. Gut, ja, ihr kommt, also alle kommen wieder genau an dem Ort, wo sie angekommen sind, mit etwas verzausteren Haaren als vorher an. Na? War großartig, oder? Krasser Scheiß. Das hat einfach funktioniert. So langsam lichten sich aber tatsächlich, also so langsam. Was, waren nur Leute da? Ihr seid tatsächlich so ein bisschen abseits. Und Leute gehen, haben halt den Rücken quasi zu euch und sind halt alle zu den Aufzügen gegangen und blickt zum Aufzug, damit sie halt endlich diesen nächsten blöden Aufzug bekommen. Achten halt nicht mehr so richtig hinten und ihr seid auch so um quasi ein kleines Häuschen herum, also quasi das Sprecherhäuschen. Ein bisschen verdeckt, aber so langsam lichtet es sich so sehr, dass quasi die Lehrkräfte, die noch oben sind, Blick auf euch bekommen könnten. Okay, komm, das geht. Ja. Ich muss eh. Ja, ich glaube, wir sollten. Aber lass das bald das normal machen. Ja. Ich habe dich noch nie so erlebt. Finde ich gut. Wir müssen das öfter machen. Ja, ich hatte eigentlich hatte ich gehofft, dass ihn das so ein bisschen heilt, weißt du? Also, ich meine, was ist das Schlimmste, was passieren kann, Dana? Also heilen? Von deiner Angst. Du hast also so Städte und so, fändest du ja nicht so cool. Sowas kannst du in Wochenbär? Töppendorf? Dorfingen. Dopfenheim oder so? Ich bin mir nicht mehr sicher. Unwichtig. Alles hat sich geändert. Kopf aufgekommen und. Was kannst du in Dorfingen? Das ist Adrenalin. Also, da haben wir auch schon einen ziemlich hohen Kirchturm. Da war ich noch nicht drauf. Ich glaube, da solltest du doch nicht runterspringen. Nee. Wirklich nicht. Das, ich will ja noch nicht mal raufgehen. Okay. Gut. Also bist jetzt nicht sauer auf mich oder so. In der Zeit so zu den Aufzügen. Ja, ich gehe auf die Treppe. Ihr kriegt tatsächlich nur noch einen sehr missbilligenden Blick von Frau Professor Schmidt, dass ihr mal wieder als einen der letzten gehört, die hier runterfahren, aber sie sagt nichts. Runterfahren. Ist unsere nächste Stunde nicht sowieso Besenflug? Ja. Ja. Frau Schmidt. Ich sag's nicht. Also. Ich denk's mir, während ich sie angucke. Ja, ihr fahrt runter in den Gemeinschaftsraum. Und auf dem Weg nach unten guckt ihr auf euren Stundenplan und da steht Besenflug, aber 11. OG. Ja. Ah, okay. 11. Okay. Kann ich im 9. OG aussteigen, zum Sekretariat kurz gehen? Ja, genau. Ich würde ihr das würd dann kurz raus und ihr das kurz zeigen und würde mich dann aber wieder verkrümel, weil ich verbringe schon genug Zeit hier. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Also, wenn die denken, ich habe wieder irgendwas angestellt, also womit sie recht hätten, aber trotzdem. Du kannst dich zum Sekretariat aufmachen. Die anderen fahren weiter in den Gemeinschaftsraum, nach unten. Dort steigt ihr aus und Liz. Ja, also, Was soll ich euch beibringen? Ach, stimmt ja. Finite Incantate wolltest du uns zeigen. Ah ja, stimmt. Wartet auf mich. Ja, wie bringt man es bei? Jackie wollte das vor allen Dingen lernen. Also ich muss ja auch noch mal diesen Wingardio-losen den Zauber, den Fliegezauber muss ich auch noch mal üben. Ja. Kannst du den? Ja. Gut. Sie kann ihn. Ist erste Klasse Zauber. Ich glaube, Alfie wollte auch noch irgendwas von dir lernen, aber ich habe nicht ganz verstanden, was, ehrlich gesagt. Nee, einfach, wenn du den, da, weil ich kann, also ja. Hi. Also was möchtest du lernen? Finite. Wenn man da Zauber, kann man damit Zauber löschen, quasi? Ja, quasi. Zumindest das leichte Zauber kann man damit beenden. Das wäre vielleicht ganz gut, wenn ich den könnte. All Magic. Okay, ja.
Wollen wir einfach heute Abend nach der Schule uns hier verabreden? Dann haben wir Zeit und Ruhe. Hast du auch ein Haustier? Lange überlegt. Erstmal wichtigste Frage. Ich habe überlegt, ob sie Katzen oder Hundemensch ist. Ich habe ein Haustier tatsächlich. Und sie holt aus so einer ausgebeulten Jackentasche eine Kröte. Es ist weder Katze noch Hund. Aber sie ist süß. Wie heißt sie? Das ist Herbert. Herbert, süß. Vielleicht wird sie Freundin mit Keto. Sie beschnuppern sich? Keto ist super ängstlich. Krieg ich wahrscheinlich sofort wieder zurück. War Keto bei dir in der Tasche, als du runtergesprungen bist? Da war er in deiner Tasche. Ich habe ihn nicht rausgesetzt. Ich bin ja in den Effekt gesprungen. Nee. Oh nein. Also er zittert am ganzen Körper. Oh je. Oh je, okay, ich glaube, ich lasse dich mal. Und er versucht wieder in die Tasche zurückzukrabbeln. Okay, dann bleibst du da. Der Beruhigungstrank. Oh, ich stecke meinen kleinen Finger so in die Beruhigungstrankflasche und lasse es Keto so da von meinem Finger lenken. Schnabbert am Finger. Er kennt das schon, oder was? Und das Zittern hört auf und er atmet ein bisschen. Entschuldigung, ich habe vergessen, das zu holen. Willst du lieber hier bleiben erstmal oder willst du mitkommen? Zum Besenfliegen. Oh. Ja. Ich tue dich erstmal in mein Bettchen. Und er verkriecht sich unter der Bettdecke und. Da ist so ein Stück Käse da. Ja. Genau das. Er schnappt er sich direkt und. Okay. Liz mit Herbert. Herbert macht so kleine. Während er gestreichelt wird. Ja. Das ist. Okay, gut, dann bleibe ich noch beim Sekretariat bei dir. Wenn wir das jetzt eher auf den Abend verschoben haben, die Unterrichtsstunde, dann warte ich vor der Tür. Und versuche unschuldig dreinzublicken. Jetzt vielleicht die Brille ab, nur. So, die Mütze abnehmen? Vielleicht, ja. Okay, ja. Doch. Warte. Was machst du jetzt mit dem Sekretariat? Ich habe sie doch zum Sekretariat gebracht. Ach so, okay. Entschuldigung. Ich stell mich so hin, wie du dich hinstellst. Ihr fahrt in die Ebene mit dem Sekretariat. Und da ist es tatsächlich so, dass wenn die Aufzüge aufgehen, habt ihr direkt vor euch eine Theke mit zwei Sekretärinnen, die im Sekretariat sitzen. Hinter ihr sind Regale mit Aktenkoffern. Akten. Mit Akten. Das ist das Wort. Ordner. Ja. Mit sehr vielen Ordnern und Akten aufgereiht. Und doppelt gelocht. Die eine sitzt da. Ja? Was kann ich tun? Hi. Ich bin Lia Friegelstein. Ich würde gerne einen Termin beim Direktor haben. Aha. Und mit welcher Begründung? Also weil ich falsch eingestuft wurde und ich müsste quasi nochmal neu die Tests machen. Mir wurde gerade gesagt, dass ich einen Test quasi machen kann, um zu zeigen. Ja. Ich weiß auch nicht, vielleicht hat meine Mutter sie schon erreicht, keine Ahnung. Aber bestimmt kommt bald Post von ihr, die wird es dann auch nochmal genau erklären. Ja, ich kann Ihnen jetzt einen Termin machen. Mein Schulleiter, der wird Ihnen dasselbe sagen, wie ich Ihnen jetzt noch mal sage. Es soll für alle Schülerinnen und Schüler, die zusammen anfangen, fair sein, gleich sein. Deswegen gibt es keine Leistungsbeurteilungstests. Zumindest nicht hier. Wenn Sie das machen wollen, wenn Sie das hätten machen wollen, hätten Sie vorher im Ministerium einen Antrag auf Anpassung beantragen müssen, um eine besondere Beurteilung zu erwirken. Okay. Da sind Sie
2 Tage zu spät. Ja, in Ordnung. Okay, ich hätte trotzdem gern den Termin mit dem Schulleiter. Gut, dann hätte ich hier einen Termin am 7. Dezember. Oh, ach, ich meine halt den nächstmöglichen. Also das ist der nächstmögliche. Okay, also ich will ja nichts sagen. Ich meine nur, meine Mutter wird wahrscheinlich ziemlich wütend sein, wenn ich noch länger in der falschen... Und das interessiert mich, weil? Weil meine Mutter sie ganz schön in die Scheiße reiten kann. Sorry für meine Sprache. Ja. Wie ist denn ihr Name? Ich wüsste nicht, also... Weißt du, ich glaube, 7. Dezember haben sie gesagt, das ist voll die gute Idee, den nehmen wir, den Termin. Das ist voll nett von Ihnen. Ich muss vorher. Ja, danke. Dann trage ich ein, 7. Dezember. Ihr Name war Frigel... Was? Frigelstein. Frigelstein. Dann haben Sie jetzt einen Termin beim Schulleiter am 7. Dezember. Okay. Und können dann vielleicht noch mal verhandeln. Auch wenn ich... Sie können sich ja bei mir melden, wenn Sie zwischendrin Post bekommen. Okay, danke, ciao. Ja. Ich drehe mich um. Pack mich mal Jackie unter. Komm, wir gehen. Ja. Ich weiß nicht, was du am Boden gemacht hast. Aber das ist, mein Nagel ist mir runtergefallen. Das war ein Klassiker. Okay. Einfach festhalten. Ja, komm, lass, ja. Gut. Okay. Da ich quasi auf dem Weg noch, ohne das jetzt auszuspielen, den Brief in der Eulerei aufdroppen? Oder soll ich das anders machen? Doch, das kannst du machen. Okay. Soll ich mitkommen? Ja, komm ruhig mit. Okay. Ich zeig dir die Landschaft, die du schon kennst wahrscheinlich. Ich weiß es aber nicht genau, weil man weiß nicht, wie viel von der Schule du schon gesehen hast. Abgesehen vom Sekretariat und den Räumen, wo ich nachsitzen musste. So. Ja, nee, ich glaube, ich habe schon. Du hast schon Eulen versendet in deinem ersten Schuljahr. Ja, die sind immer noch voll praktisch, voll altmodisch, Mann. Ich verstehe ja nicht, was die gegen WhatsApp haben. Also. WhatsApp? Ja, also weißt du, anstatt dass du ewig lange hier mit Tinte und Papier irgendeinen Scheiß schreibst, dann hast du einfach so ein Gerät, und ich hole mein Handy raus, und dann tippst du da einfach rein, was du schreiben willst, und dann schickt er das, und in derselben Sekunde kommt es halt beim anderen an, und der kann sofort antworten. Wow, okay, und wie funktioniert, also ist es eine Form der Zauberkunst oder Form von... Nee, das ist Niemagzeug. Das funktioniert halt hier nicht so richtig, weil das mit der Elektronik und mit der Magie hier, das verträgt sich halt nicht. Und deswegen will ich, siehst du, ich wollte mir den Kopierer angucken. Scheiße, wann mache ich das? Ja, also, machen wir noch. Weißt du, wenn ich das nämlich hinkriege, ich wollte gerade sagen, dann können wir deine Mama anrufen, aber die hat wahrscheinlich kein Telefon. Hm. Ist egal, aber dann kann ich meine Mama anrufen und dann kann die deinen. Wir überlegen uns was. Okay, so, ja, okay. Das klingt nach einem Plan. Ich bin, hab so ein bisschen das Gefühl, dass du einfach nicht ganz richtig im Kopf. Das kann ja nicht stimmen, das dass es okay. sowas gibt. Das ist okay. Ja, während ihr diskutiert, ob es sowas in der Niemark-Welt wirklich geben kann, dass man zur gleichen Zeit selben Nachrichten sich austauschen kann und so, da und die anderen im Gemeinschaftsraum ein bisschen die Pause genießen, müssen wir auch eine Pause machen von einer Woche. Wir kommen richtig schnell und gut voran. Ey, wir sind von dem Horror ausgesprungen. Hier, wir wollen ein Schuljahr spielen. Wir sind am Ende von Tag... Nein, in der Mitte von Tag 2. Läuft. Wir kommen richtig gut voran. Ist, mal gucken, was so noch passiert. Vielleicht, wir werden sehen. Werden wir nächste Woche dann sehen, ob wir es vielleicht bis in den Herbst schaffen. Mal zur Abwechslung. Das wäre ja verrückt. Irgendwann bis zu deinem Termin. Ja, stimmt. Ja, dann vielleicht irgendwann auch zu deinem Termin beim Schulleiter am 7. Dezember. Gut, bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Verarbeitet eure Traumata. Dann sind wir hier. Nehmt euch Zeit. Das ist und wir sehen uns bis nächste Woche und vergesst nicht!
Keep on rolling! Ich will immer Nox sagen. Nox. Oh, schön. Das ist Lumos.